In your face. What's poppin', Leute? Wie ihr seht, sind wir nur zu zweit gerade. Denn bevor wir gleich zum Weltmeister gehen, haben wir eine Sache. Diese Folge wird nämlich präsentiert, Basti, von Paulana. Du hast das passende T-Shirt an. Vielen Dank an die Freunde von Paulana für die große Ehre, dass ihr unsere Folge In Your Face sponsert. Und zwar haben wir ja letzte Woche halt mal gezeigt, was wir im BMW-Park gemacht haben, ne, mit diesem Schuh deines Lebens. Kam auch gut an und jetzt kommt die Ankündigung. Wir werden diesen Sonntag, Leute, aufschreiben, diesen Sonntag, der 17.12., werden wir beide im BMW-Park in der Paulana Lounge eine Live-Podcast-Folge machen. Das wird geil, John. Und Leute, ihr könnt dabei sein. Wir können halt... Ihr könnt dabei sein und uns richtig dämliche Fragen stellen, weil das wird eine Folge ganz im Sinne unserer Fans, unserer Zuhörer, weil es wird eine reine Q&A-Folge werden, oder? Ja, und vielleicht gibt es auch noch ein paar Überraschungen. Vielleicht kriegen wir einen Bayern-Spieler, vielleicht kriegen wir noch einen Weltmeister ganz kurz halt rein. Wie gesagt, also wir werden das jetzt halt droppen. Jetzt am Mittwoch werden wir es droppen und einen Post auf Instagram machen. Und dann könnt ihr müsst einfach nur euren besten Kumpel taggen oder beste Freundin taggen, Mama, Papa, wen auch immer ihr mitnehmen wollt und einen Grund nennen, warum ihr kommen solltet. Oder, mein Lieber? Ja, weil, also ich habe schon einen Grund, ich will dich endlich mal wieder live sehen, John, ja, und das reicht mir schon. Nee, ey, kommt vorbei, hängt mit uns ab, ihr bekommt Fotos, Autogramme, wir trinken zusammen eine Spezi, ein Helles, ein Weißbier, was auch immer, wird auf jeden Fall ein geiler Sonntag im BMW-Park. Genau, Leute, also achtet drauf, wir posten, bewerbt euch und viel Glück dabei. Und Leute, jetzt hören wir auf zu sabbeln. Danke, Paulana, weil jetzt geht's los mit unserem Gast. Dem Weltmeister. Motherfucking T. Dem World Champ. Das seht ihr genau beim Dorek. World Champions. In diesem Sinne, Leute. Shoutout an die Brüder von Beast. Viel Spaß. In your face. What's poppin', Leute? Wie geht's euch? Mit dabei natürlich wieder Basti the Beauty Dorit. Und Basti, weißt du, warum die Ansage so kurz ist? Weil nämlich, wir wollen uns nicht mehr vorstellen, weil wir haben halt hier einen Weltmeister. Den zweiten. Ein Weltmeister. Den zweiten, pünktlich zum zweiten Advent. Das zweite Lichtlein heute. Dieser Weltmeister ist in Trier geboren, aber im Frankenland aufgewachsen. Oh, da spüre ich schon Rivalität. Die Frage ist, die wir hier haben, hat er auch damals die 10 getragen und musste dann Basketball spielen oder nicht? Weil er war ja mal Fußballer. Laut Wikipedia war er ja Mittelfeldspieler und wurde dann aus dem Mittelfeld in die Innenverteidigung gesteckt. Also hat man die 10 weggenommen wieder? Also man weiß, das klären wir gleich. Er ist Jugend. Deutscher Meister, Pokalsieger. Er ist Europameisterschaft die Bronzemedaille geholt. Er ist Weltmeister und was noch erstaunlicher ist, er hat Silber in der Studiennationalmannschaft gehabt. Was das alles ist, wird er uns erklären. Hier haben wir für euch unseren World Champ JT. JT, was geht ab? Was geht? Alles gut? Alles gut. Wo treffen wir dich hier an? In meiner Küche. Ja, da bin in deiner Küche. Du kommst vom Training. Komm mal vom Training, gerade gegessen. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Ihr seid ins Final Four eingezogen. Ja? Das ist das Aktuellste. Ja. Unüberraschend. JT war mal wieder bester Mann in Weißenfels. Ja, das kennen wir jetzt mittlerweile seit dieser Saison. Viel wichtiger für mich, ja, ich hatte JT beim letzten Euroleague-Spieltag als Captain in meinem Fantasy-Team. Alter, 80 Punkte hat der Mann mir aufgerissen. 80 fucking Punkte. Legendär. Okay, ja, also, bevor du dich so abfeierst, was haben deine anderen Dudes gemacht? Ja, war ein guter Spieltag. Ich habe den Spieltag wieder gewonnen. Ja, ich habe ja den Schneider aus Berlin noch, der hat auch ganz gut
Da ist mir dann auch leider Gottes egal, ob ihr gegen FS knapp verloren habt oder nicht. Ja, am Ende des Tages ist für mich da wichtiger, dass JT die Punkte macht. Ja, der Sieg wäre natürlich noch besser gewesen, aber. Ey, aber war ein geiles Spiel. Ich freue mich, dass bei dir in Fantasy wenigstens läuft. Ja, wobei, ich meine, die Woche war ja durchaus positiv für euch, wenn man das mal so sagen darf. Ich meine, ihr habt gegen Kaunas gewonnen und echt ein enges Kistchen gegen FS gehabt, ne? Ja, auf jeden Fall. Nee, es war sehr gut. Also gerade auch mit dem Verletzungsproblem, die wir gerade haben, war sehr nice, dass wir da wieder einen Sieg geholt haben. War sehr wichtig. Ja. Bevor wir so weit schon sind, ne, also meine brennende Frage ist halt, weil bevor wir über Alba und irgendwas halt reden, du warst eigentlich Fußballer im Frankenland. Ja. So, und ich habe gerade gehört, ihr wohnt nicht weit voneinander weg oder wo ihr aufgewachsen seid, richtig? Ja, ich denke, es ist nicht so groß. Und jetzt 30 Kilometer oder jetzt so. Jetzt ist die Frage, warst du ein Zehner? Ja, ich war ein Mittelfeldspieler auf jeden Fall. Hattest du die 10 getragen? Ich hatte in der Jugend, glaube ich, die 9, weil ich erst im Sturm angefangen habe. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich dann die 10 hatte. Ich hatte nie die 10. Ich glaube, ich hatte nie die 10, aber ich habe die Position auf jeden Fall gespielt. Okay, und dann haben die Trainer gesagt, okay, du kannst kein Jan Koller oder kein Peter Crouch sein, du musst in die Abwehr. Und dann hast du gesagt, lass mich in Ruhe damit. Ja, ich bin auch nochmal ein bisschen größer als die, glaube ich. Also von daher war so, okay, die einzige Chance quasi weiterzuspielen ist Verteidigung und ja, das hat mir dann einfach keinen Spaß gemacht. Ich war so ein kleiner, also so ein großer, ballverliebter Spieler, so ein bisschen, weißt du, der tödliche Pässe gespielt hat und das hat nicht in mein Selbstbild gepasst. mit wie vielen Jahren hast du dann das Basketballspiel angefangen? Ich war mit 14 mal kurz beim Training und dann aber so wirklich angefangen habe ich mit 15. Also ich weiß aber ganz genau, ich habe in der Schulmannschaft angefangen und ich glaube, mein erstes Training war dann quasi bei den Franken Hexern. Und das war tatsächlich, ich glaube, ein Tag nach meinem 15. Geburtstag. Krass, ja, ziemlich spät, ne? Ja, sehr spät. Ich kann sagen. Ja, ich kann mich noch dran erinnern, aber wo hast du dein erstes Training gemacht? In der Schule oder dann im Verein? Nee, ich hab mal so ein paar Mal beim TB trainiert. Einfach wegen der Größe. Ja. Das hat mir halt da zu dem Zeitpunkt keinen Spaß gemacht. Und dann quasi über die Schulmannschaft wieder zurückgefunden, das wirklich zu machen. Dann war auch dieses Leistungskonzept mit den Franken Hexern halt da, was das Ganze irgendwie auch ja ein bisschen spannender gemacht hat. So Jugendbundesliga zu spielen, ist ja doch was anderes. Und genau, dann habe ich da quasi JBL gespielt und zeitgleich beim TB Erlangen in der Bezirksliga. Und dann, John, du musst dir vorstellen, ne, also der JT war ja damals noch sehr roh, aber alleine von seinem Körper hat man gesehen, okay, aus dem Jugend kann man was machen. Er wurde direkt abgeworben. Direkt, John. Ja, also nicht mal, er hat Nürnberg noch nicht mal eine Chance gegeben. Ja, so eine wirkliche Chance hat er Nürnberg nicht. Er wird direkt nach Bamberg. Ja, aber man muss ja auch fairerweise dazu sagen, das war ja alles damals Franken First, glaube ich, das Konzept. Und die haben ja das Sponsoring in Nürnberg eingestellt. Ja, und dadurch ist ja das Jugendkonzept da so ein bisschen abgebaut. Und genau, deswegen hat es dann halt Sinn gemacht, die besten Spieler nach Bamberg zu holen. Was sich im Endeffekt natürlich dann auch ausgezahlt hat. Das hat sich natürlich auch ausgezahlt. Und du bist aber auch relativ schnell dann, bist du eigentlich direkt dann nach Bamberg ins Internat? Ja, also es war nicht Internat, das war so eine Jugend-WG. Kennst du ja auch, mit Daubi, Philipp Daubner, Alex Engel und Johannes Richter. Die sind ja auch alle zeitgleich mit nach Bamberg gegangen. Und da waren wir in so einer Jugend-WG. Wir hatten einen Betreuer quasi, der ja, so, quasi so einen Elternteil übernommen hat. Und ja, genau, da waren wir dann einfach in der WG und sind normal zur Schule gegangen. Krass. Da ist schon auch viel Scheiße passiert in der WG, gibt's zu, ne? Es geht tatsächlich. Also muss man echt sagen, wir waren sehr anständig für das Alter. Ich glaube, alle waren sehr, sehr professionell. Also haben das auch damals schon sehr, sehr professionell angegangen. Wie alt wart ihr da? Deswegen muss ich auch echt sagen, es ist tatsächlich wenig Scheiße passiert. Ja, was auch ein bisschen schade ist natürlich, wenn man denkt, okay, man jetzt mit 16,
17 hat eine eigene Wohnung für sich und ja, hat halt auch immer zwei Spiele am Wochenende gehabt und jeden Tag quasi vor und nach der Schule Training. Also das ist auch ein bisschen schwierig, da so viel Scheiße unterzubringen. Also willst du mir jetzt sagen, dass ihr in der WG wart und jetzt keine fremden Besuche hattet? Doch, natürlich haben wir schon ein paar Partys gemacht und sowas. Okay, aber das war now we're talking. Ja, aber das war alles dann so Basketball-related trotzdem. Also es war dann zum Beispiel, als wir ins Top 4 eingezogen sind, da haben wir eine fette Party gemacht und so. Aber jetzt nicht so, nicht jede zweite Woche. Wer, ihr habt ja dann die NBBL gewonnen. Lass mich überlegen, wann war das? 2012, gell, habt ihr die NBBL, glaube ich, gewonnen? Mhm. Wer war da noch in der Mannschaft? Ja, Richter Engel, das war ja 93er, waren die der älteste Jahrgang. Dino war in der Mannschaft. Marc Völkel, Chris Wolf, Lukas Wagner. Also keinen, den man jetzt noch auch irgendwo so wirklich auf der Plattform hat. Ja, wahrscheinlich nicht. Ja, ja. Also, ja. Also Pro B, die spielen ja jetzt alle noch so ein bisschen Pro B. Genau. Okay. War das auch so die Zeit, als Malik Müller auch mal nach Bamberg kam? Nee, das war, also Malik war nie in der NBBL da, der ist dann genau ein Jahr danach gekommen, glaube ich. Ah, okay. Dann wurde es nämlich wilder. Dann wurde es wilder in Bamberg, hat man gehört, ne? Auf jeden Fall, das hat einiges verändert. Scheiße, wo der Name gedroppt worden sind, haben alle drei das Lächeln angefangen. Also, ey, Malik Müller, ne, John, den müssen wir uns nochmal auf unseren Zettel schreiben. Den müssen wir auch mal hier reinholen in den Podcast. Der hat auf jeden Fall. Das müsst ihr auf jeden Fall. Also ich glaube, der hat auf jeden Fall ein paar Storys zu erzählen. Aber die sind nicht alle jugendfrei bei dem. Glaubst du, der hätte in der Jugend-WG ein bisschen mehr Trouble gemacht? Das weiß ich nicht, aber kann ich mir gut vorstellen, dass er vielleicht ein, zwei Partys mehr geschmissen hätte. Das heißt, Jugend-WG eigentlich nur. Bissel Party und ansonsten an der Playsee die ganze Zeit. Ja, genau. Gab es irgendwie einen Putzplan? Also, musst du auch mal alle zwei Wochen die Toiletten putzen? Oder? Nee, es war alles tatsächlich sehr, sehr gut organisiert, muss ich sagen. Also, wir hatten noch eine Putzfrau und quasi Norbert, unser Betreuer, hat uns da viel geholfen. Wir hatten einen Wäschetisch, wo wir unsere Sachen einfach nur runternehmen mussten. Also jetzt im Nachhinein muss man sagen, war das schon... Schon Luxus, auf jeden Fall. Aha, und das bei Basketball. Hochprofessionell. Ja. Das mit 16. Aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, ob irgendjemand anders zu Hause seine Wäsche macht mit 16. Also von daher. Oder zu Hause putzt. Also das sind so Sachen. Das ist so. Hab du mal asiatische Eltern, dann machst du schon einiges. Bevor du es erzählst. Du bist ja dann durch dieses ganze Konstrukt, bist du ja dann nach Baunach in die Pro A gekommen, ne? Mhm. Hast ja da schon dann ziemlich rasiert, aber da gab es dann schon ein paar prominentere Mitspieler, ne? Da hast du dann schon mit Andi zusammengespielt, oder? Ja, ich habe auch, also mit Andi habe ich ja auch noch in der NBBL zusammengespielt, aber leider nicht in dem Jahr, in dem wir gewonnen haben. Das war dann ein Jahr später, da haben wir dann leider gegen Malik und Ursprung verloren. Aber nee, mit Andi habe ich dann quasi auch in der Pro B, Aufstieg in die Pro A und so weiter, alles zusammen gemacht und dann eben auch in der Pro A, ich glaube, 2 Jahre zusammengezockt. Warst du eigentlich schon dabei, wo Steffen Hamann gekommen ist? Ja, genau, das war das erste Jahr Pro A. Wie war das für euch, weil da war es ja du da, Andi, der Leon, wie war das für euch, wenn halt so ein Typ, der gerade deutscher Meister geworden ist, zu euch kommt? Ich meine, ich war ja beim ersten Heimspiel von euch da war ja ausverkauft so, ne? Und es war schon irgendwie anders, ne? Auf jeden Fall. Also Steffen zu dem Zeitpunkt, dass er in die Pro A geht, war schon wild. Aber es war auch cool, weil man einfach wirklich viel von ihm lernen konnte. Und ich meine, er war jahrelang Captain, auch in München. Und also von daher, ja, er hat einfach eine Führungspersönlichkeit, die ich glaube, gerade in so einem jungen Team auf jeden Fall viel hilft. Oder viel geholfen hat. Es war auch krass, weil ich habe halt mitbekommen, dass da gab es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ein bisschen Probleme bei Brose, dass sie ihn hochziehen wollten, aber der gesagt hat, nee, ich bleib bei euch. So, das war schon krass eigentlich, oder? Also mit Iban sogar als Trainer, ne? Ja, genau. Und schon wieder. Ja, so. Würdest du sagen, das interessiert mich persönlich wirklich sehr, dass du ein Spieler warst, der
sag ich mal, das noch respektiert hat, so die Meinung und die Erfahrung von einem älteren Spieler, auch wenn er vielleicht, ich meine, Steffen war damals auch schon ein bisschen älter und ist ja dann, irgendwann kommt ja der Punkt, da überholen die jüngeren Spieler irgendwann die älteren, ja? Also ja. Spielen einfach besser, aber dennoch hat ja der ältere Spieler einfach Erfahrung und aus meiner Sicht immer noch das Recht, den Jüngeren auch was zu sagen, ne? Würdest du sagen, du hattest Respekt und hast diese Hierarchie immer verstanden? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das war auch so eine Sache, die merke ich ja jetzt auch langsam, wo man so langsam in die Richtung geht von dem Veteran. Ja, du bist jetzt ein Bad, ja? Also du ja, bist auf jeden Fall ein Bad. Ich bin der Älteste im Team. Ich bin der Älteste bei uns im Team. Also, ja. Aber zum Glück stimmen die Leistungen noch. Also von daher, ich bin noch, deswegen kriege ich noch Respekt. Ich glaube, ich habe sowas immer respektiert und ich glaube, die meisten auch gerade in Bamberg, es war alles, ich würde sagen, schon relativ strikt da, also auch in der Jugend, dass man solche Sachen dann immer respektiert hat. Also da gab es, glaube ich, nie wirklich Probleme. Es hat sich dann irgendwann schon irgendwie geschiftet, also klar, auch das Jahr danach, da war dann, als Steffen dann weg war und ich zu dem Zeitpunkt war ich dann wieder der Älteste im Team, glaube ich, mit Schmidi noch. Das hat sich dann schon wieder geändert, als dann quasi nur noch Young Bucks drin war, 22 quasi der alte Hase war. Das merkt man dann schon, dass sich das auch so ein bisschen ändert, aber zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Okay. Ja, du hast ja dann wirklich rasiert, muss man sagen. Du hast irgendwie fast Double-Double geaveraged, so in der Pro A, ne? Damals war es ja auch noch so, dass viel mehr Spieler so erstmal in der Pro A oder in der Pro B richtig Leistungen zeigen mussten, um überhaupt interessant oder auf dem Radar von Erstligateams zu erscheinen. Das ist aus meiner Sicht nur heute ein bisschen anders. Würdest du heute einem 18-Jährigen raten, ey, geh erstmal eine Liga runter und beweis dich da oder versuch dich direkt, wie beispielsweise hier, John, wie heißt dein Kollege aus München, der jetzt in Kreuzheim ist? Luis Wolf beispielsweise. Oder geht direkt zu einem BBL-Kandidat? Das ist ganz schwierig. Ich glaube, das muss jeder für sich selbst entscheiden oder beziehungsweise ist eine individuelle Entscheidung. Für mich hat es da sehr gut funktioniert und ich glaube auch, dass es für viele auch weiterhin funktionieren kann. Aber die Zeit hat sich auch geändert, wie du sagst. Also es ist nicht mehr so, dass du erst in der Pro B wirklich zocken musst und dann kriegst du die Chance. Und es ist teilweise, wirst du halt schon früh hochgezogen. Man muss auch sagen, dass glaube ich, viele Young Bucks halt auch schon früh dieses Anspruchsdenken haben. Okay, ich bin jetzt im Bundesliga-Kader, ich brauche die Pro B gar nicht. Ich bin schon Bundesligaspieler, was halt einfach in vielen Fällen noch nicht so ist. Den Jungs würde ich dann auf jeden Fall empfehlen, hey, schau erst mal, dass du dich da durchsetzt. Und dann denk mal über den nächsten Schritt nach. Aber dann gibt es natürlich auch die andere Beispiele, wo Leute, zum Beispiel wie Malte, die einfach hochkommen und auf, die einfach für das Level gemacht sind quasi. Also wo du weißt, okay, der macht dir in der Pro B keine 15 Punkte im Schnitt, ist aber so smart, macht jedes Mal den richtigen Read. Deswegen spielt er vielleicht in der Pro B nicht so gut, aber ist einfach durch und durch ein Bundesligaspieler oder Euroleague-Spieler. Ja. Also das sind so... Aber ist aus meiner Sicht die Ausnahme. Ist auch eher die Ausnahme, ja. Also vor allem, was mir oft fehlt, und wir wollen ja, also ich will ja in Zukunft mehr so Leute wie dich sehen, Leute wie Andi sehen, die einfach auch eine geile Rolle spielen können auf einem europäischen Top-Niveau. Weißt du? Und ich finde, wenn du halt zu früh Stufen überspringst als junger Spieler und nicht deine Erfahrungen, deine Fehler machen darfst und einfach mal zocken darfst, ne? Weil, sind wir ehrlich, junge deutsche Spieler, ne, die kommen hoch, so haben erstmal eine kleine Rolle und wenn es scheiße läuft, bist du nur ein Verteidiger, der mal 3 bis 5 Minuten spielt und dann kommt der Ami und der Ami zockt. Ja. So. Und ich will halt mehr Zocker sehen, weißt du? Ich will mehr deutsche Baller haben und nicht nur... Auf jeden Fall. Also ich glaube, wenn du diesen Pro-A-Weg oder Pro-B-Weg gehst und dich da durchsetzt, dann hast du wahrscheinlich größere Chancen, dass du eine ähnliche Rolle in der Bundesliga kriegst. Aber es kann auch sein, dass du halt ewig in der Pro-A bleibst und nie den Sprung zur Bundesliga schaffst. Das ist halt so dieses andere Ding. Aber zum Beispiel, also ich finde halt Ferdi Zilke hat es beispielsweise gut gemacht, aus meiner Sicht, der glaube ich so in der BBL anfangs gescheitert ist, dann lieber nochmal einen Schritt zurückgegangen ist und jetzt
Ja, jetzt ist er einer, der für mich so, weißt du, der kann halt einfach den Ball in den Korb werfen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das musst du halt auch erstmal dir irgendwo erarbeiten. Ja, das stimmt schon. So, pass mal auf, ja. Weil wir auch natürlich auch Zuschauer haben, die ein bisschen andere Storys hören wollen. Top 3 Geschichten in Baunach mit den kaputten Leuten dort, wie Kratzer und Obst. Vielleicht auch Hamann, vielleicht auch der Coach. So wie was hat der Hamann, hat er da auch irgendwas eingeführt, wie damals beim Basti Dorit, wo der hier gespielt hat, jeden Donnerstag irgendwie in die Kneipe, wo ihr alle seid, und hat er euch mitgezogen oder habt ihr untereinander halt irgendwas halt gemacht, Challenges gemacht oder? Ja, man muss sagen, Steffen war dann zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wieder ein bisschen ruhiger unterwegs. Ich glaube, das hat er alles mit Basti die wilden Jahre gehabt. Naja, das war der bei uns dann der wirklich, war doch vergeben. Ja. Der war doch auch vergeben zu der Zeit, oder? Ich weiß es gar nicht. Nee, kann sein, dass da was war. Ist nicht mehr so richtig im Kopf. Nee. Ja, aber er war schon auf jeden Fall älter. Ja, ja, also das hat man schon gemerkt, dass er ruhiger geworden ist, würde ich sagen. Du kriegst gleich Call Challenge. 1 gegen 1 saufen. Aber das, wie hieß denn das? Wie heißt, sagen wir mal, in Bamberg die Kneipe? Ja, wo ist von Slim da, ne? Brasse. Nee, Brasserie. In der Brasserie hat man sich trotzdem ab und zu getroffen, oder? Mit Sicherheit. Man da, da mal getroffen. Okay, jetzt gibt es noch, weil wir noch zwei da große kennen. Lustig, witzigste Story mit dem Andi und witzigste Story mit dem Leon. Das ist jetzt aus dem Stegreif, ist schwierig. Ja, du musst ja auch nicht. Bei Leon muss man sagen, Leon ist gefühlt jede Story lustig, weil Leon einfach so ein geiler Typ. Und Andi, ja, du, ich will jetzt auch hier sein Image hier nicht kaputt machen. Aber wir haben ihn bald im Podcast, dann kann er kontern. Nee, du kannst ihn ja mal fragen, also jetzt einfach nur die aktuellste Geschichte. Frag ihn einfach mal, wie das eine Training in Abu Dhabi war und warum er da den Pass von Coach nicht fangen konnte. Ich kann es mir fast denken. Also wie gesagt, also du musst dir vorstellen, eigentlich halt eine coole Zeit da als junger Spieler im Baunach, weil ich meine, mit einem bist du Weltmeister geworden, der andere war halt kurz davor, ne, war auch ganz lange mit im Kader, aber deswegen dachte ich schon, habt ihr noch diesen speziellen Bound noch von früher, oder ist das halt was ganz anderes? Auf jeden Fall, ja? Auf jeden Fall. Die Zeit hat schon krass verbunden, weil du einfach so, ich meine, wir hatten alle so das gleiche Ziel, wir wollten es irgendwie nach oben schaffen und haben so in der Pro A gezockt, es hat richtig viel Spaß gemacht, das war eine sehr geile Saison, aber es hat schon sehr verbunden und man muss ja auch sagen, ich meine, Bamberg ist relativ klein, ja. Man ist da schon wirklich so ein bisschen unter sich. Und da mit den Leuten hat man dann auch die meiste Zeit verbracht. Das ist nicht so, dass du in Berlin, weißt du, noch 3 Millionen andere Menschen hast, mit denen ich treffen kannst, sondern du hast halt da wirklich so deinen kleinen Kreis und mit denen verbringst du die meiste Zeit. Und das ist schon sehr, sehr cool. Und das hat auf jeden Fall, das sind so Erinnerungen und auch Verbindungen, die halt ein safe Leben. Also willst du jetzt sagen, weil du jetzt quasi beides hast, klein und groß, dass in den kleineren Städten eher so Basketball ist Family ist, weil er halt auch nicht viel mehr gibt. Und in Berlin natürlich, na gut, da hast du so einiges zu tun, ne? Also ich meine, da besuchen dich auch eher Freunde, als wenn du irgendwo in so kleinen Städten halt wohnst, ne? Also. Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Und musst du auch sagen, okay, in Bamberg kannst du halt schreiben, okay, bist du zu Hause, alles klar, ich bin 2 Minuten bei dir. Ja. In Berlin ist halt so, bist du zu Hause? Ja, okay, ich schau mal, ob ich in einer halben Stunde da bin. In Berlin also ist schon was anderes. In Berlin ist eher so, Uber 60 Minuten, scheiße. Bahn 40 Minuten, ja. Scheiße. Ich bleib zu Hause. Genau. Muss schon richtig geplant werden. Und man hat aber du hast ja von Baunach eigentlich einen guten Übergang. Du bist ja so eine mittelgroße Stadt nochmal gewechselt. Ja. Du bist 2016 nach Ludwigsburg. Und ich bin ehrlich, das war ja so die Zeit. Und als Ludwigsburg unter der fast schon Diktatur von John Patrick stand, ja. Das war ja eine One-Man-Show da. Das wird dir JP gerade gleich genauer nochmal vorstellen. Der hat ja da alles kontrolliert in dem Verein, ne? Und damals war ja wirklich so das Ding, okay, ey, deutsche Spieler haben es in Ludwigsburg wirklich nicht einfach.
Und dann bist du da hingewechselt und ich hatte wirklich meine Bedenken. Aber du hast uns alle eines Besseren belehrt, würde ich mal sagen. Du, erzähl mal, weil du hast sicherlich vorher auch mit dem einen oder anderen gesprochen, der vor dir war. Ja, auf jeden Fall. Wie kamst du dem Wechsel und warum hast du dich dafür entschieden? Also ich bin jetzt mal ganz ehrlich, das war das Angebot, wo ich am meisten verdient habe. Nee, also das war auf jeden Fall einer der Gründe. Und der andere war, also ich hatte eigentlich drei Gründe. Einmal, dass es das höchste Angebot war. Das zweite, dass meine jetzige Frau zu dem Zeitpunkt in Straßburg ein Auslandssemester gemacht hat und das auch in der Nähe war. Und der dritte Ding war, ich wollte es mir auch so ein bisschen selber beweisen, weil ich wusste so, okay, das ist ein tougher Coach, viele scheitern da und ich habe mir gedacht, wenn ich es da schaffe, dann schaffe ich es überall. Und das war auch so ein bisschen so die Challenge oder der Anspruch an mich selbst. Ey, geile Reihenfolge. Geld, dann Frau, dann Karriere. Das ist jetzt nicht unbedingt in der Reihenfolge. Aber ich verstehe, aber ey. Aber guck mal, das ist ehrlich, weißt du, ich meine, das ist Real Talk, weil guck mal, ganz ehrlich, ja, wie viele am Rumeiern sind, so. Ich meine, der Basti gibt bis heute nicht zu, dass der in Nürnberg, das ihm halb gehört, er so mehr verdient als in der ersten Liga. So, weißt du, aber du bist wenigstens ehrlich. Ich wünschte, es wäre so, John. aber kommen wir nochmal auf John Patrick zurück. Weil das ist ja, also ich habe von so vielen Spielern gehört, dass es Wahnsinn ist, die nach Ludwigsburg gewechselt sind und dass der Trainer beim Umzug geholfen hat. Hat er auch bei dir beim Umzug geholfen? Nee, das habe ich alleine hinbekommen. Nee, aber okay. JP hat da definitiv, also es ist quasi auch also zu dem Zeitpunkt war auf jeden Fall die Ansprechperson für alles. Also egal, ob du jetzt irgendwie Probleme mit der Wohnung hattest, Auto. Krass. War gefühlt immer lief alles über den Trainer. Wahrscheinlich krass. Also das Probe kassiert, wa? Ja, ey, der Typ hat da wirklich alles regiert in Ludwigsburg. Und ich meine, du hattest ja wirklich auch gute erste Bundesliga-Jahre in Ludwigsburg. Ich meine, das zweite war so ein bisschen geprägt von deiner. Es war schon eine schwierige Verletzung. Ja, ich habe mir Bizepssehne gerissen. Im Hamstring. Also. Ah, das ist schon nicht ohne, ne? Ja. Und ich sag mal so, wie lange warst du dann raus? Das war ja so zur zweiten Saisonhälfte. Es ging dann eigentlich. Es waren dann am Ende, also ich war am Ende nicht fit und auch nicht auf dem Level wie davor, muss man auch sagen. Aber ich war dann 3,5 Monate raus, bis, glaube ich. Ja, 3,5 Monate müssten es gewesen sein. Okay. Hast du dann in den Playoffs noch gespielt? Ich habe, ja, also was gespielt. Ich war wieder fit einigermaßen, so dass ich wieder aufs Feld konnte. Aber ich war, also das war auch so ein bisschen, ich wollte natürlich irgendwie auch noch, natürlich hatte ich eine gute Saison gespielt. Ich wusste, es geht natürlich jetzt auch irgendwie um den Vertrag. Um Vertrag. Es war auch einfach wichtig, dass ich halt ja auch zeigen kann, ich bin wieder gesund. Und natürlich hätte ich gerne mehr gespielt, aber ja, hat halt nur dazu gereicht. Mal eine Frage dazu. Okay. Ich meine, du hast ja dann in Ludwigsburg zum ersten Mal richtiges Geld verdient. Was war deine erste Investition? Also, komm. Die erste größere, das kann schon mal nicht sein, aber was kam? Die erste größere Investition war eine Uhr. Da habe ich mir eine Breitling-Uhr geholt. Oh, ein Breitling. Das war die erste größere Anschaffung. Und die hast du immer noch, ne? Die habe ich immer noch. Wertsteigerung? Ich denke, die wird ungefähr am gleichen Wert sein. Vielleicht ein bisschen. Da müssen wir Bogdan fragen, der kennt sich damit aus. Ja. aber okay, ich habe noch mal eine Frage zu diesem Verletzungsthema, weil ich kann mich daran erinnern, gegen wen ging es da in den Playoffs? Ach, gegen euch. Das Glück gegen Bayreuth. Ja. Genau. Und ich kann mich daran erinnern, wir haben uns so ein bisschen unterhalten und du hast schon so gesagt, so ey, boah, ganz fit bin ich nicht und so. Und jetzt so mit ein bisschen Abstand, würdest du sagen, du würdest heute immer noch dieses Risiko eingehen oder du würdest sagen, ey,
Weil ich habe immer so ein Thema, ne, gerade bei jungen Spielern, wo ich weiß, ey, die wollen unbedingt auf dem Feld stehen. Die vielleicht ja. das Risiko noch gar nicht so einschätzen können, ey, oder ihren Körper so richtig kennen. Wo ich sage so, ey, lass das Ding komplett ausheilen, bevor was Schlimmeres passiert. Würdest du es jetzt anders handhaben? Schwierige Frage. Also ich glaube, es war komplett ausgeheilt. Ich glaube, es war einfach nur, dass der, ich sag mal, dass das Bein noch nicht wieder auf dem Level war wie davor. Also ich sage, okay. dass ich jetzt kein größeres Risiko hatte, dass der gleiche Verletzung nochmal passiert, weil es ausgeheilt war. Das haben alle Scans und so weiter gezeigt. Aber ich habe einfach nicht die Muskelmasse gehabt, weil ich ja halt trotzdem 3,5 Monate Verletzungspause hatte. Verständlich. Deshalb, ich weiß nicht, also vielleicht hätte man die 2 Wochen davor vielleicht nochmal ein bisschen aktiver sein können oder die bisschen mehr im Krafttraining. Und dann wäre das schon gegangen. Also dann würde es, glaube ich, auch heute gehen. Aber klar, auf jeden Fall, wenn das jetzt das Risiko da gewesen wäre, dass ich mir bei einem falschen Schritt den direkt wieder reiße, dann hätte ich es auch da nicht gemacht. Ja, aber ich habe das leider Gottes so oft in meiner Karriere mitbekommen, gerade bei, wenn es in die heiße Phase ging, so Playoffs etc., gerade bei jungen Spielern, die schon dann gerne mal vom Verein forciert wurde, dass die Jungs spielen, wo ich mir dachte so, ey, offensichtlich sind die noch nicht fit so. Ja. Und ich finde, allgemein ist da im Basketball, also natürlich nicht auf dem Niveau, auf dem du jetzt bist, ne, was Euroleague-Level angeht, aber im unteren Bereich ist es teilweise aus meiner Sicht schon noch ein bisschen amateurhaft, wie da mit der Gesundheit der Spieler umgegangen wird. Ja, also ja. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also ich glaube, da kenne ich auch ein paar Storys. Das ist einfach, ich glaube, da muss halt jeder einfach auch erwachsen genug sein, um auf seinen Körper zu hören. Natürlich ist es schwierig in so jungen Jahren, aber am Ende, man wird noch so viele Saisons spielen und es wird auch noch die nächsten Playoffs geben und es ist immer irgendwie ein wichtiges Spiel, wie das angeht und am Ende, man spielt mit der eigenen Gesundheit. Also ich hätte es auch zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, nicht gemacht, wenn die Ärzte gesagt haben, es ist noch ein Risiko. Ja. Ist es jetzt nicht so, dass ihr als Vet, ihr beiden jetzt quasi, JT, dich nehme ich jetzt auch so langsam als Vet, ich meine, du hast... Er ist ein Vet, er wird 30. Ich bin 29, in Deutschland bin ich fast noch ein Talent. Du hast die 3 davor, aber ich sag dir eins, wenn du die 3 davor hast, ich kann aus Erfahrung sagen, der Basti auch, es wird nicht besser. Die Wege werden länger, es tut alles weh. Aber ist es nicht eure Aufgabe dann halt, den Jungs zu sagen, okay, spielt mal nicht. Und die Frage ist halt, von der anderen Seite, für die jungen Spieler, ich meine, wenn die jetzt zum Beispiel sagen, nee, also ich achte auf meine Gesundheit, weil es könnte was passieren. Werden denn klinische Stempel, okay, too soft, cut, du bist weg oder zu schwierig oder Diva oder, weißt du, weil das würde ich jetzt zum Beispiel denken, weil ich habe zwar nie so hoch gespielt wie ihr, aber ich hatte auch die Situation gehabt, dass ich auch Jugendnationalspieler bei mir im Team halt hatte und die dann halt einfach, also ich habe schon gemerkt, die sind umgeknickt und damals, ich meine, 2000, wo ich 15, 16 da halt war, da haben sie nur zu uns gesagt, hier mit Wasserflasche ausrollen, ne, das umknicken und dann hart bandagieren, Schmerztabletten und gib ihn, so. Die haben sich halt nicht getraut, Nein zu sagen, so, ne, also, weil, was wollt ihr noch? Ja, natürlich, steht, also klar, wenn ich sowas sehe und ich sehe, dass der da über das Feld rumpelt, dann würde ich ihm auch sagen, Bro, setz dich hin, das macht keinen Sinn. So, egal, was jetzt andere sagen, so, du spielst mit deiner Gesundheit. Aber ich muss auch sagen, bei uns ist es wirklich, ist nicht der Fall, dass da sehr viel Druck von den Coaches kommt. Also natürlich, klar, und immer wieder mal so ein kleiner Joke und so, haha, bist du nicht doch in 2 Wochen statt in 3 Wochen da, aber am Ende wird dann schon auf die Medizin gehört. Also von daher glaube ich nicht, dass bei uns es solche Situationen gibt, dass viele Young Bucks in der Situation sind. Dann, aber wenn es zu so einer Situation kommen würde, natürlich würde ich das sagen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, was halt ein großer Punkt, und da kommen wir ja gleich auch noch ein bisschen mehr zu Alba jetzt. Bei Alba ist auch besonders, erstens ist natürlich ein professioneller Verein, zweitens planen die auch ein bisschen längerfristiger mit Spielern. Und ich glaube, das ist ja allgemein so das Problem in der BBL, dass du meistens nur 1-Jahres-Verträge hast und den Vereinen das ungefähr komplett scheißegal ist, ob du nach der Saison verletzt bist oder nicht. Ja, weil da geht es nur um hier und jetzt und dann wirst du halt ausgetauscht.
Du merkst es schon, dass die Vorsicht, wenn du jetzt einen Dreijahresvertrag hast, schon ein bisschen anders ist bei den Ärzten und bei den Verantwortlichen. Also das muss man auch mal sagen. Ne? Also das ist ein grundsätzliches Problem. Ja. Was mich interessieren würde, du bist dann nach dieser Saison nach Berlin gewechselt. Moment, stopp. Was noch bei Ludwigsburg? Du hast ja in Schwarz-Gelb gespielt, ne? Mhm. Schon geile Farbe, oder? Sehr stark. Sehr stark, oder? Doch. MBL auch schwarz-gelb, also es war okay. Was ist dein Fußball? Ja, du willst jetzt nur auf dein BVB-Scheiß hin, Alter, komm. Was ist dein Fußball-Team? Hast du einen? Ja, da bin ich bei Basti im Team. Nur der Club. Der FCN. Ihr habt zwar eine Fan. Durch dick und dünn, aber momentan nur dünn. Okay, nächstes Thema, weil ich rede nicht mit Leuten, die in der zweiten Liga irgendwie rumhumpeln. So, er ist jetzt perfekter Übergang. Du bist jetzt wieder ins gelbe Trikot gewechselt. Was mich interessiert hat, okay, natürlich Euroleague-Mannschaft, aber war ja schon von Anfang an erstmal okay, wird eine kleinere Rolle sein in Berlin. Gab es schon auch die Überlegungen zu sagen, okay, ich gehe lieber zu einem kleineren Verein und habe eine große Rolle oder ich gehe zu einem erfolgreichen, größeren Verein und habe am Anfang erstmal eine kleinere Rolle? Oder? Nee, das war zu dem Zeitpunkt nicht die, also überhaupt keine Überlegung, weil ich ja vor allem, ich bin aus Ludwigsburg gekommen. Wir waren Dritter, ich war Topscorer über die Saison, also bis zur Verletzung. Also von daher, ich wüsste jetzt nicht, habe Champions League gespielt, also da war für mich der nächste logische Schritt zu einem, ja, gab ja noch zwei Teams, die besser waren zu dem Zeitpunkt. Und da war es für mich halt klar, okay, es wird halt entweder Alba oder München und ja, ist dann Alba geworden. Und gab es auch die Überlegung Ausland? Nicht so richtig. Also vor der Verletzung war so ein bisschen, gab es die Überlegung, aber das hat dann, glaube ich, auch durch die Verletzung so ein bisschen, ja, sagen wir, Interesse zurückgezogen. Aber ich war super happy mit der Entscheidung, nach Berlin zu gehen. Das war das Beste, was mir passieren konnte. Und war auch, wie gesagt, perfekt. Du sagst, Alba oder München wäre es gewesen. Hat München nicht so viel Geld angeboten, oder wie? Oder war es jetzt eher Perspektive? Ja. Hat nein, nein, schon gehabt, also war muss. Nee, das war einfach dann die Situation in Berlin. Glaube ich, wäre für mich einfach besser gewesen. Oder ist zu dem Zeitpunkt für mich besser gewesen. Ich habe die Chance bekommen, mich da einfach zu entwickeln. Ich glaube, es war auch das Konzept von Berlin die letzten Jahre, oder ist es immer noch, dass sich da ja junge Spieler entwickeln können. Und zu dem Zeitpunkt war ich ja noch relativ jung und definitiv noch nicht fertig mit meiner Entwicklung. Deswegen war das, glaube ich, der perfekte Schritt. Und wie ist das so als Junge, der im Frankenland aufgewachsen ist, der dann halt Bamberg, dann Ludwigsburg und dann in die große Stadt nach Berlin gezogen ist? Ich sag mal, es ist schon tough, weil bei mir, wenn ich da ab und zu beruflich da bin, das überfordert mich so geisteskrank alles. Ich muss auch sagen, erste halbe Jahr war wirklich sehr, sehr tough. Also da hat mich die Stadt maximal überfordert. Auch das Basketballerische muss ich auch sagen. Da gab es Phasen, da habe ich teilweise nur 5 Minuten gespielt und so. Obwohl ich hatte die Saison gut angefangen. Ich glaube, die ersten zwei Spiele direkt sehr gut gespielt. Dann hatte ich wieder eine kleine Verletzung am Hamstring, am anderen diesmal. Hing safe noch mit der anderen Geschichte zusammen. Und danach war irgendwie so meine Rolle so ein bisschen, ja, für so ein paar Monate so in der Schwebe. Die haben noch einen neuen, ich habe ja da die 5 gespielt zu dem Zeitpunkt, die haben noch einen neuen Big Man geholt, natürlich auch auf die Verletzung. Und dann war es so irgendwie, damals waren dann Dennis Clifford, Landry Noko und ich. Und da war es dann nicht so klar, wer jetzt von den dreien, welche die zwei sind, die spielen werden. Und dann sah es halt quasi in den ersten paar Monaten so aus, dass ich eher hinten runterfalle. Hat es dann aber zum Glück irgendwie über die Zeit geändert. Und ich habe dann hinten raus, also die zweite Saisonhälfte, dann ja, knapp 20 Minuten gespielt und meine Rolle so richtig gefunden. Also fernab nochmal vom Sportlichen, ne? Aber wie war es eigentlich jetzt so für dich privat in Berlin? Also kam Giffey um die Ecke und hat dich an die Hand gehalten, hat ihm erstmal seine Ecken gezeigt? Oder ich meine, das ist ja wirklich, das ist ja krass. Also ich meine, man kann sich auch da im Nachtleben verlieren.
Also. Ja, auf jeden Fall. Also das, man muss auch sagen, also erstes Jahr war schon auch sehr lustig, weil es war dann nur Eurocup und dadurch hatte man auch viel mehr Zeit, das ganze Nachtleben mal so ein bisschen zu genießen. War schon cool. Definitiv. Aber ich muss auch sagen, also gerade im ersten Jahr, da war schon so, okay, Yoshi war noch da, Yoshi Saibu, Nils, aber die waren alle so, okay, wir sind die Berliner, so, du bist kein Berliner. Wir chillen mit unseren Berliner Freunden. Du chillst alleine. So, das kam natürlich auch so ein bisschen dazu, dass sie natürlich, also in Ludwigsburg war man sich immer ein, zwei Leute, mit denen man sehr close war, mit denen man sehr viel gemacht hat zu der Zeit, weil die einfach ähnliche Situationen hatten. Und jetzt hier in Berlin war es einfach anders, weil die ganzen deutschen Jungs alle Berliner waren und quasi so ihre Freundesgruppen schon hatten. Es war auch so ein bisschen nicht schwierig, das will ich gar nicht sagen. Aber es war halt natürlich eine andere Situation. Hinten raus hat sich Nils dann schon ein bisschen geöffnet und mittlerweile auch sehr gute Freunde geworden. Aber am Anfang waren die Berliner schon sehr für sich. Das ist die berühmt-berüchtigte Berliner Arroganz, ne, die man am Anfang so ein bisschen. Nimm mal paar Läden, wo du warst. Das war ungefähr so beides. Ja, die Klassiker in Berlin, also damals. Wir waren öfter im Kitty Chang, Briggs Avenue, so die Geschichten. Also kennst du auch den Flo War schon Preuß? mal ganz lustig. Also kennst du auch den Flo Ja. Preuß, oder? Also Bitte? kennst du auch den Flo Preuß? Ah, Ah, nee. ist okay, dann sei froh. Wenn du ihn kennenlernst, lauf weg. Also du hast angesprochen, im ersten Jahr Eurocup, da wart ihr im Finale direkt, ne? Gegen Valencia, oder? Ja. Ah. Was, ey, Ja, war hätten wir damals gewinnen noch, können. war das noch, das war Hin- und Rückspiel, oder? Nee, es gab drei Spiele. Ah, Best of Three. Wir Okay. haben zu Hause gewonnen und beide auswärts verloren. Ah, ja, okay. Stimmt, das war die Phase. Aber ich meine, seitdem, Alter, dreimal Deutscher Meister, einmal Pokal und Nee, zweimal Pokal. zweimal Pokal. Wikipedia hat noch nicht aufgefrischt. Digga, du musst Ja, nachgucken. oder? Nee, es war erstes Jahr im Bubble-Jahr, also quasi bevor die Bubble war, haben wir Pokal geholt und der dritte war auch ein Double, also auf jeden Fall zwei. Schau mal, der hat so viele Titel gewonnen, John. Der weiß, Der weiß nicht mehr. der. Doch, Aber doch. Ich weiß es doch, habe ich doch gesagt. MVP der Finalserie. Ja. Das ist schon auch eine geile. Wir machen Mannschaftssport, wir lieben Mannschaftssport, aber wenn du da so persönlich ausgezeichnet wirst, Ey, stelle ich mir das sick vor. auf jeden Fall, ist schon sehr Oder? cool. Warum als Deutscher? Ist schon Als sehr, sehr Deutscher, cool. ne? Das, Ja, ey, schon, Digga. ist sehr cool. Also es ist natürlich so, man spielt fürs Team und man will gewinnen, das ist das Wichtigste. Aber immer wenn man so eine kleine, ja, extra Appreciation für seine Leistung kriegt, Die Frage ist ist halt, immer cool. wo ist dein MVP Award? Wo ist das bei dir in der Wohnung? Ihr sagt nicht in der Küche, wenn du jetzt nach rechts guckst. Nee, also ich habe eine offene Ja. Küche, also quasi auch Wohnzimmer. Und der stand eigentlich immer da auf dem Klavier, aber meine Frau hat den jetzt umgeräumt. Scheiß auf den MVP weg. Nee, jetzt, ich glaube, jetzt steht da ein Schlafzimmer, da ist auch die Medaille. Ah, das ist noch die Medaille. Im Ja. Schlafzimmer. Boah, ey, das ist auch schon ein Baba-Move. Immer wenn ich schlafen gehe, Digga. Du gehst. Ja, ich hab neulich so einen Podcast gehört mit Maodo, Joe Vogtmann und Nils. Ich glaube, Andy Obst war auch noch dabei. Und es ist schon absurd, dass keiner die von euch in irgendeinem Tresor hängen hat. Ja? Ich glaube, Ich habe ich weiß nicht, ob ich Schiss hätte, Mann. Ich glaube, ich hätte Schiss, Mann, oder? Ah, ich wohne auch in der Hood hier. Das muss man auch dazu sagen. Kurz in der Hut, ja. Okay. Digga, was er, ey, JT, was er mal labert, so, hey, musst aufpassen, wenn du zu mir kommst, ich wohne in der Hood. Ich so, was für eine Hood, ey, hast du mich mal angeschaut? Wo wohnst du denn in Nürnberg? Junge, Südstadt, Aufsichtsplatz, höchste Kriminalitätsrate. Aber warum wohnt der Dieter Hecking auch noch bei dir? Der wohnt nicht mehr Ach hier. so. Dieter Hecking war in der Hood Nachbar von Dorit. Also erzähl mir noch nicht, dass es ein Hood war. Naja, das ist so.
Für Deutsche ist es eine Hut. Okay. Ist genauso wie wenn die in München in Neuperlach. Eine Sekunde, ich muss ganz kurz an die Tür. Oh, eine Sekunde. Lieferando, oder? Lieferando. Warte mal, John, Lieferando. Ihr seid solche Trottel. Jetzt sitze ich hier alleine. Beide sind weg, der eine versorgt sein. JT, was ist gekommen? Lieferando oder Zalando? Amazon? Nee, unsere Putzhilfe also, ist gekommen. Oha. Jetzt pass auf, jetzt ist der Dorit ganz kurz weg. Das heißt, ihr habt das nicht besonders oder gesondert aufbewahrt, sondern einfach nur irgendwo dahin? Ja. Oder hast du so ein Frame drüber mit einem Bild oder? Nee, also ich habe, die liegt tatsächlich einfach auf der Kommode, also schon so ein bisschen, damit die auch gut aussieht da. Aber ich habe die jetzt nicht irgendwie geframed oder irgendwas. Digga, wenn ich in Deutschland Weltmeister wäre, Junge, da würde ich mir extra eine neue Wohnung holen, wo ich nur ein Zimmer habe, wo ich das hinhänge, weil du bist ja auch Olympiateilnehmer, du bist ja Europa Dritter, Meisterschaft Dritter geworden, Goldmedaille, also. Das Trophäenzimmer kann aber erst ausstatten, wenn die Prämie vom DBB gekommen ist, weißt du? Genau, so sieht's aus. Immer noch nicht da! Nee, ist gekommen. Glückwunsch, ey, Glückwunsch. Dankeschön. Nee, für das Geld kriegst du in München aber ein Zimmer extra. Ja. Berlin auch nicht. Oh ja, Berlin ist teuer geworden. Berlin sehr, 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 sehr teuer. Selbst in Nürnberg. Nee, aber ich weiß auch nicht. Klar, ich hab den Podcast, also so ein paar Ausschnitte tatsächlich auch gehört oder gesehen. Ja, also ich glaube nicht, dass das jetzt irgendwie so für jemanden so begehrt ist, dass er die klauen würde. Also ja, vor allem, es gibt halt nur 12. Ja. Nee, mehr. Also es gibt 20 Medaillen mit Steph oder so alles, oder? Sind 20. Ja. Und wenn einer auf einmal, wenn einer auf einmal rumprollt in Freundeskreis, guck mal, ich habe eine Goldmedaille. Ja. Natürlich geklaut, Alter. Ja, und ich glaube auch nicht, dass da so ein Markt gibt, wo du so, okay, ich hab hier eine WM-Goldmedaille, so, also es ist nicht so, dass es so. Trotzdem hätte ich es. Ich glaube nicht, dass so viele Leute das kaufen wollen würden. Behandelst du deine Goldmedaille genauso wie deine Silbermedaille bei den Studien Nationalmannschaft oder Studierenden Nationalmannschaft? Nee, die behandle ich schon besser. Ich glaube, die von der Universiade, die ist im Keller. Aber in welchem Jahr hast du die Universiade gewonnen? Oder zweiter Platz? Oh, ich glaube, das war nach meinem ersten Pro A-Jahr, also quasi ein Jahr, bevor ich nach Ludwigsburg gegangen bin. Und wo war die? Die ist ja immer in so geilen Orten. Südkorea. Ey, ich war bei der Universiade in China und ich fand, es war ein Top-Event. Es war mega. Also es war, muss auch sagen, ich habe ja Olympia auch schon in Tokio mitgemacht und das war ja durch Corona irgendwie echt so ein bisschen traurig, weil das alles so isoliert war. Man konnte nicht bei anderen Sportarten zuschauen und so. Also es ist viel von dem Spirit verloren gegangen. Und das war bei der Universiade halt wirklich, also so stelle ich mir richtiges Olympia vor. Bevor wir weiter zum Nationalmannschaft gehen, sind wir nochmal in Berlin. Mal eine Frage, weil du bist ja seit 2018 jetzt dort, ne? Wirst du ein ewiger Berliner bleiben oder reizt dich nochmal das Ausland oder reizt dich mal eine Bar in München mal? Natürlich bin ich sehr happy hier und ja, fühle mich auch sehr wohl, aber man kann nie wissen, was in der Zukunft kommt und deswegen, ich könnte mir auch nochmal vorstellen, im Ausland zu spielen. Ja, also da gibt es bestimmt ein paar Möglichkeiten, keine Ahnung. Also ich denke da aber noch nicht so viel drüber nach. Also so wie du im Moment in der Euroleague spielst, vor allem gegen FS, ne, reizt dich das auf jeden Fall. Ja, also das ist ganz klar zu erkennen. Ganz klar zu erkennen. Am Ball, Alter. Vor allem gegen die großen Mannschaften. Weißt du, FS ist ja jetzt auch nicht irgendeine Dulli-Mannschaft. Ja, also da will man sich schon beweisen. Ey, JT hat einen geheimen Plan, weißt du? Das ist dann so immer halt bei dem Team. Ist clever. Tibor wackelt bei FS, ja, der wird nach der Saison weg sein und dann kommt JT. Alles klar, habe ich schon erkannt. immer da, wo er hingehen will, da droppt er auf einmal so richtig krass, was ich meine so. Ey.
Es ist so, früher hieß es doch, du musst nur in München gut spielen, wenn der Hoeneß in der Halle ist. Dann ja, habe ich auch gehört. Da haben einige Verpflichtungen. Vor allem das Geile war ja, das habe ich schon mal hier erzählt, da war so eine Geschichte von Bryce Taylor. Er meinte nur so zu mir, er hat hier gespielt, hat gesehen, dass Uli Hoeneß da ist und meint so, er hatte um sein Leben gespielt. Und was war? Nächstes Jahr verpflichtet. Zack. Ja, das reicht. Ja. Aber es hat mehrere das Ding Vergnügen gehabt, so wie hier dein Bruder Seifitsch, weil er auch jetzt hier hat, auch mal gut gespielt. Seifert, Amaze, da waren ein paar Kollegen, die einfach wirklich unerwartet in München gelandet sind. Ja. Wenn du die richtigen Leute beeindruckst, dann öffnet es Türen anscheinend. Dann öffnet es Türen. Ich bin mal gespannt, das nächste Spiel München gegen Alba. Das wäre ich mir leid. Ja, ey, da bin ich auch mal gespannt, weil das wurde jetzt abgesagt in der Liga, wo ich mich sehr drauf gefreut hätte, wegen Schneechaos. Aber das sind schon immer besondere Duelle, gibst du? Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch immer, also da besteht einfach eine Rivalität durch die letzten Jahre. Gab viele Final-Matchups mit München. Also von daher, klar, ist da eine Rivalität da. Und dann sowas auch in der Saison zu spielen, da ist natürlich immer eine extra Motivation da. Was glaubst du? Ja, ich meine, das ist immer schön, wenn man sich jetzt gegenseitig ehrt und ich im ersten Euroleague aufeinandertreffen, da gab es ja auch eine schöne Ehrung und so weiter. Aber ich will da ein bisschen mehr Rivalität. Ja? Aber krass, weißt du, was ich krass fand? Wie fandest du eigentlich, dass du in der Münchner Halle, wo du geehrt worden bist, dass du genauso viel Applaus bekommen hast wie die Münchner Spieler? Ah, das ist so eine Ausnahmesituation. Das ist aber auch unerwartet eigentlich, oder? Hast nicht mit gerechnet, ne? Ja, nicht, definitiv nicht so, aber war schon sehr cool. Aber ich glaube, das sei einfach nur wegen mir so kurz klatschen als Weltmeister und danach wieder, jetzt bist du wieder Alba Berlin. Wobei, ey, man muss ja ehrlich, das Münchner Publikum ist ja, glaube ich, auch da, also. Ja, nicht so passioniert. Sehr liberal. Ja. Also, da gibt's andere Hallen, glaube ich, ja, wobei Weltmeister, glaube ich, werden überall honoriert. Ja, ich muss auch echt sagen, ich muss sagen, bis jetzt jeder Auswärtstrip in der BBL war echt immer stabil mit gegnerischem Applaus beim Einlaufen. Also ich sag mal so, bevor wir zur Nationalmannschaft gehen, ich meine, jetzt können wir mal die Sache jetzt beim Vereinsbasketball halt mal beenden. Die Frage ist halt, was glaubst du, die Ausrichtung dieser Saison? Werdet ihr Meister? Wollt ihr Meister werden? Euroleague ist zwar ein bisschen schwierig, aber was für sportliche Ziele hast du mit dem Verein noch und was für persönliche Ziele hast du noch? Ja, also auf jeden Fall wollen wir wieder um die Meisterschaft mitspielen. Wir wollen einen Pokal holen. Das sind alles Sachen, ich meine, dafür, also klar, natürlich ist es auch immer so eine Sache, ja, hier, wir wollen uns entwickeln, wir wollen besser werden. Aber ich will natürlich auch Titel gewinnen. Es macht am meisten Spaß zu gewinnen. Und von daher sind das definitiv auch meine Ziele. Auch in der Saison. Es ist natürlich schwierig, weil wir einfach ein komplett neues Team sind und so. Das muss man auch einfach dazu sagen. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir die Qualität und das ist auf jeden Fall unser Ziel. Und ja, mal gucken, ob es klappt. Für mich persönlich, ja, Meisterschaft, Pokal und einfach weiter zocken. Ein paar MVP-Titel und. Ja, ich, oh. Ich spiele nicht, ich spiele so, also. Natürlich sind das alle Sachen, das wäre cool, aber das ist jetzt nicht, dass ich irgendwie mein Spiel verändere oder mein Anspruch an Sachen verändere, um sowas zu erreichen. Also ich versuche einfach, mein Ding zu machen, weiter zu spielen und alles, was da so, sag mal, on the side kommt, das ist cool, aber das, also dafür mache ich es nicht. Die Frage ist doch, die letzte Frage da, die ich habe, ich meine, in ein paar Jahren, ne? Also du schaffst doch ein paar gute Jahre, wo du halt Euroleague spielen wirst. Aber in ein paar Jahren, und ich nehme die Frage schon vorab weg, ne? Der Mann, der mit uns hier redet, dem gehört ja Nürnberg. Gibt es ein Karriereende, Comeback, irgendwie, dass du noch irgendwie in Nürnberg da noch irgendwie deine Karriere beendest? Können wir dem Basti Dorit Hoffnung machen? Oder sagst du, nicht Falcons? Also wie gesagt, ja, bei Ludwigsburg schon gesagt, da muss Basti die Taschen weit aufmachen. Ich wollte gerade sagen, ey, ob wir das uns leisten können. Ich glaube nicht, aber man weiß nie.
Ganz kurz meine letzte Frage, dann gehen wir zur Nationalmannschaft. Euroleague, All-Time Starting Five. Mit dem du gespielt hast. Mit dem ich gespielt habe. Ja. Mainz Modulo. Gut, ich hab nur bei Alba Juli gespielt, ne? Also von daher. Jalen. Ja. Ah, es ist schwierig. Ich würde Jalen Smith wahrscheinlich sagen. Okay. Von geballt. Auf der 3 Markus Eriksson. Was ist eigentlich mit dem Kollegen? Ja, er macht Reha. Er hat halt, aber er ist noch bei euch, oder? Ja, also aber er fokussiert sich jetzt erstmal auf die Reha. Und, okay. Ja, kranker Shooter. Ja, krank. Definitiv. Ja, auf der 4 würde ich dann mich nehmen. Na klar. Wer sonst? Weltmeister. Hallo? Und auf der 5. Ja, also wie gesagt, das sind ja alles nur die Sachen, also die Leute, mit denen ich gespielt habe. Was habe ich damals mit... Nee, mit denen habe ich nicht gespielt. Er nimmt nicht Luke Sigmund, das ist krank. Da bin ich doch auf der Position. Ja, aber ihr könnt doch zusammenspielen. Im Moment spielst du... Da muss ich wieder auf die 5. Ja, du kannst doch Luke auf die 5 stellen. Aber du musst so Luke reinhauen, oder? Ja, auf jeden Fall. Also er ist auf jeden Fall spielerisch definitiv da angesiedelt. Aber dadurch, dass, wie gesagt, das meine Position ist... I love it. Hey. Hat er Sigmar überhaupt eine Weltmeisterschaft gewonnen? Nee. Alter. Und deswegen ab der 5 Daniel Theis. Theis. Stimmt. Habe ich vergessen, dass ich ja da auch mal im Kader war. Ja, eigentlich kannst du auch die ganzen Bamberger noch nehmen, ne? Genau, ist mir auch erst danach eingefallen. Aber bleib so. Ich bleib so, ja. Okay, tough. Nicht schlecht. Ja, jetzt scheißen wir mal auf diesen ganzen Kram, der unwichtig ist. Ja. Jetzt kennt ihr JT. Was haben wir gelernt? Erster Vertrag immer aufs Geld achten. Genau. Der erste Vertrag ist, da musst du alles holen. Das würdest du auch jungen Spielern erstmal raten. Definitiv. Der erste Vertrag ist, schau nur aufs Geld. Schau nicht auf die Situation. Schaut nur aufs Geld und holt euch die Preisliste von Breitling, weil dann wisst ihr Bescheid. Aber muss auch wirklich sagen, also die Situation war damals für mich auch die beste. Also muss man auch einfach fairerweise sagen. Also klar, man kann über JP sagen, was man will, aber er hat mir bei dem Gespräch damals ein paar Sachen mehr oder weniger versprochen oder gesagt, dass sie so eintreffen werden. Und ich muss auch sagen, 95% der Sachen sind eingetroffen. Ich glaube auch, weil ich so ein Typ war, der gut gepasst hat, also in sein Konzept. Und klar, wie gesagt, war auch das höchste Angebot. Ja, ey, dann müssen wir jetzt natürlich zur Nationalmannschaft kommen. Wann hast du dein erstes Länderspiel gemacht? Noch bevor ich meine ersten Bundesliga-Punkte gemacht habe. Wirklich? Ja. Das ist ja absurd. Gegen wen? Gegen Ukraine in Würzburg. Also ich hatte da schon bei Ludwigsburg unterschrieben. Ja. Habe aber da quasi im Sommer Nationalmannschaft gespielt. Und oh, ich kann mich an das Spiel erinnern, da war ich auch dabei. Bin ich aus der Pro A gekommen. Also quasi aus der Pro A in die Nation. Da kann ich mich dran erinnern. Chris Fleming war Trainer. Mhm. Makai Mason war auch, oder? Ja. Okay. Der ja dann auch bei Alba war. Ja, genau, ja. Wie waren die ersten Tage in der Nationalmannschaft und wer hat dich aufgenommen und was hat Dorit mit dir veranstaltet? War der Nationalmann schon der die ganzen Jungen begrüßt? Ich habe gar nichts gemacht. Basti, also was ich über Steffen gesagt habe, hat auf Basti auf jeden Fall nicht zugetroffen. der war da definitiv noch nicht ein Veteran, sondern der hat mit Robin immer animiert, auch mal ein bisschen abseits des Feldes Spaß zu haben. waren auf jeden Fall gute Zeiten damals in der Nazio.
Die Leute ja. animiert außerhalb des Platzes Spaß. Ja, ich habe es versucht, so. Ja, ich war schon eher fair da. Du zu hast schon formulieren, wie nur möglich. Digga, wir sind hier nicht bei Alba TV, weiß ich oder nicht. Ich war der Animateur. Ja, du und Robin, ja, ja. Hab schon eine gute Stimmung gemacht. Also man munkelt. Aber ich muss sagen, ich bin gut um die ganzen Rookie-Geschichten rumgekommen. Muss ich auch einfach fair sein. Ja. Also ich musste nicht singen oder so wie Kareem, also das war alles entspannt. Ey. Nee, da muss man auch ehrlicherweise sagen, wer hat der Benzing, der war da auch nicht konsequent genug als Kapitän. Ja. Habe ich so das Gefühl gehabt, der hat es da ein bisschen schleifen lassen. Ja, ich glaube, der hatte einfach so, er hat gedacht, so die anderen alle kann er vielleicht so ein bisschen bullien, aber ja. Bei mir hat er schon Angst gehabt. Ja, verständlicherweise. Also wer einmal in dein Screen reingerannt ist, der weiß warum. Ja? Ey, aber ich meine, Nationalmannschaft, du hast da viel mitgemacht, ne? Viele Trainer, wie gesagt, unter Chris Fleming hast du dein erstes Länderspiel gemacht, dann kam Henrik. Zwischen Henrik. Nee, kam, war direkt Gordy? Chris Henrik Gordy, ja. Erzähl mal so ein bisschen, was unterscheidet Gordy von Chris und Henrik? Vor allem von Henrik. Ja, okay, genau. Also, weil ich finde, Gordy und Chris sind, würde fast sagen, ähnlich. Ja. In der Struktur, also auch so Ami-Coaches ein bisschen. Also da merkst du schon viele, viele Parallelen. Bei Henrik ist es natürlich, ja, ein bisschen, er ist natürlich auch ein anderer Coach, er kommt mehr so über den Fight und Spirit und und Gordy ist halt mehr, er ist wirklich relativ ruhig, aber schafft es trotzdem einen so richtig zu motivieren. Der hat so, ja, muss wirklich sagen, also er kriegt einfach hin, dass man eine geile Stimmung hat. Er kriegt hin, dass jeder ihn respektiert und sich auch im Zweifel zurücknimmt für den anderen. Und ich glaube, das war auch so das A und O, warum wir die letzten 2 Jahre so erfolgreich waren, dass einfach ja jeder füreinander gespielt hat. Und ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass Gordy einfach so richtig klare Strukturen reingebracht hat, klare Rollen verteilt hat, und dass keiner dann quasi überrascht war, hey, jetzt hat der und der jetzt 3 Würfe mehr genommen als ich. Und eigentlich war das nicht so, ich habe gedacht, ich kann die 3 Würfe nehmen oder wie auch immer. Also es war wirklich gut strukturiert. Jeder hat so gewusst, okay, zum Beispiel für mich hat er gesagt, hey, klar, das ist eine andere Rolle, als ich jetzt bei Alba habe, aber ich soll Defense spielen, ich soll hart spielen, ich soll rebounden und offensiv alles auf mich zukommen lassen. So, okay, das ist jetzt nicht... Das ist jetzt nicht eine Rolle, die ich jetzt zwangsläufig im Verein haben will, die ganze Zeit. Aber ich bin bereit, jetzt für die Nationalmannschaft und für ein größeres Ziel quasi die so anzunehmen. Und ich glaube, das hat er geschafft, dass das jeder macht. Und ich glaube, so haben wir es halt gut hinbekommen, dass das einfach funktioniert und jedem wirklich so egal war, wie es jetzt am Ende, wer jetzt am Ende die Punkte macht oder wer am Ende den Ball in der Hand hat. Vor der WM, ne? Ich meine, du warst ja Olympiateilnehmer, hast in Deutschland bei der Europameisterschaft gespielt. Wie klar war das für dich oder für ein Team, dass du bei der WM dabei bist? Oder hast du gedacht, oh, ich habe ja noch hier Leon Kratzer, Kleber, Hartenstein, was weiß ich, im Nacken? Oder war es von dir, war es schon dir, hat der Gordy gesagt, okay, pass mal auf, wir sind committed, du bist ziemlich sicher durch. Wie war das dann? Ja, also er hat natürlich jetzt vor den Jahren, also als er angefangen hat, Commitment eingefordert von jedem. Ich habe auch gesagt, hey, ich bin dabei, ich mache das mit auf jeden Fall. Habe ich auch die Jahre davor immer gemacht, dass ich quasi immer am Start war, auch wenn ich beispielsweise bei der WM davor halt nur eine Minute 30 insgesamt gespielt habe, war ich quasi immer für die Nationalmannschaft da und eben auch für Gordy. Und ich glaube, das hat er auch respektiert. Und ich glaube, es war, ich weiß immer nicht, also zum Beispiel, klar, wenn jetzt Maxi, Isaiah und so, wenn die alle kommen oder gekommen wären, wie dann die Rolle ausgesehen hätte, ob man im Team wäre oder nicht, ich denke schon, insbesondere, weil ich glaube ich auch einfach, ja, sagen wir mal, den 5. Big kann ich definitiv besser spielen als die anderen. Es ist dann auch deutlich mehr geworden als quasi nur der fünfte Big Man in der Rotation.
Aber ich wäre auch bereit gewesen, quasi das zu machen. Und ich glaube, das hat Gordy auch einfach ja, gewürdigt oder gewertschätzt. Und deswegen hatte ich mir auch vor der WM eigentlich nicht so Gedanken gemacht, ob ich jetzt aus dem Team fliegen könnte. Mir war eigentlich schon klar, dass ich spielen werde. Ich habe eine gute WM gespielt. Wir waren da sehr erfolgreich. Das Team hat gut gepasst. Klar, es war, dass Mo zurückkommt. Der hat ja die EM nicht gespielt. Aber mir war schon ja, eigentlich klar, dass ich das Team schaffen werde. Ja, vor allem, du hast gesagt, es ist deutlich mehr geworden als der fünfte Big. Das kann man so sagen. Ich meine, du warst bei vielen Spielen maßgeblich beteiligt, dass du, als du von der Bank kamst, ganz andere Energie gebracht hast. Ihr habt schon als zweite Garde oft auch mal so die Kohlen aus dem Feuer geholt, muss man auch wirklich mal in der Deutlichkeit sagen. Und wir haben dich ja hier von zu Hause immer so... Es ging ja mehr darum, wenn jetzt zum Beispiel Maxi noch dazugekommen wäre. Also dann, wie bitte? Es wär, ging ja mehr darum, wenn Maxi zum Beispiel noch dazugekommen wäre, dann wäre es dann... Genau. Aber ich meine, da gebe ich dir schon recht. So, ich glaube, dass du diese Rolle auch einfach am besten ausfüllen kannst, weil du kommst halt als Arbeiter da rein. Ne? Du bist halt du bist einer, der ackert, offensiv wie defensiv. Und du brauchst ja jetzt, in der Nationalmannschaft habe ich immer so das Gefühl, du brauchst ja nicht unbedingt den Ball in deinen Händen. Ja, es ist jetzt anders wie bei Alba. Aber das finde ich schon erstaunlich, dass du so diesen Switch geschafft hast zwischen komplett anderer Rolle bei Alba und dann so eine Drecksarbeiterrolle und auch komplett die ausgefüllt hast. Inwieweit war da nicht nur Gordy maßgeblich, sondern auch hat er dir auch Dennis oder Joe so ein bisschen gesagt, so okay, spezifisch, wie du deine Rolle da ausüben sollst? Nee, also das hat Gordy quasi davor kommuniziert. Aber es ist auch einfach eine andere Situation. Also wenn man natürlich bei Alba, ja, bin ich jetzt erstmal erste Option in der Offense, was sehr cool ist. Aber bei Lazio ist es einfach eine andere Geschichte. Und da ist einfach ein Dennis, da ist ein Franz, die zu Recht da in den entscheidenden Momenten die den Ball in der Hand haben. Und ich glaube, das muss man dann so akzeptieren. Also das ist, es hilft keinem, wenn ich dann versuche, sage, hey, so, pass mir doch den Ball und am Ende streiten wir uns. Also so, jetzt plump. Ja, aber du musst ja auch erstmal damit, also man muss ja auch erstmal ein Spielertyp dafür sein, der damit umgeht. Ja, weißt genau. Ich glaube, was mich in meiner Karriere erfolgreich gemacht hat, dass ich immer diese Rolle gespielt habe und dann darauf aufgebaut habe. Also es war immer so, die Foundation war immer so die harte Arbeit. Ja. Und ich glaube, das habe ich nie aufgehört. Und ich sage jetzt nicht, dass ich jetzt Sachen weggenommen habe für die Nationalmannschaft, aber ich habe natürlich auf Sachen irgendwie verzichtet, auf dem Feld zu machen. Aber im Prinzip würde ich es trotzdem noch sagen, ist das immer noch meine DNA oder so quasi der Kern von mir, einfach ja hart zu arbeiten. Und bei der Nazio spiele ich halt eher auf diesen Kern reduziert und halt nicht über die ganzen Fähigkeiten, die ich mir jetzt in den letzten Jahren alle antrainiert habe. Du sagst jetzt gerade, das ist deine DNA. Und ich habe ja auch, ich meine, ich habe ja natürlich alle Spiele gesehen und soweit ich mich erinnern kann, wenn immer die zweite Garde gekommen ist, quasi, also ohne respektlos zu sein, da wusste ich, okay, die regeln es schon, weil da war irgendwie so, das war irgendwie so Malocha-mäßig so, ne? Ich meine, du hast auch viele Offense-Rebounds geholt, hast auch vorne auch irgendwie auch gepunktet, wo die überhaupt nicht damit gerechnet haben, weil die dachten, glaube ich, die könnten durchatmen. Was mich aber trotzdem mal sagt, auch wenn das deine DNA ist, wie ist es vom Mindset her, ne? Also da so umzuswitchen, dass du dann auch da bist. Also ich meine, wenn du Leading-Rolle in Alba halt hast, ne? Und jetzt auf der Nationalmannschaft-Ebene, DNA hin oder her, und das ist ja, muss ja vom Kopf her irgendwie ganz anders sein, weil du warst ja da. Also es war jetzt nicht so, oder was sie, da war es nicht so, wo JT mal nicht da war. So, ne? Also. Ja, vor allem in den entscheidenden Spielen, das finde ich so, das ist ja nochmal eine andere Bühne. Ja, also. Ja, also ich finde, das ist nicht so schwer, weil am Ende so ich gebe mein Bestes und das versuche ich die ganze Zeit zu machen und es ist, finde ich, sogar fast leichter, diese Rolle zu spielen, weil auf mir im Prinzip null Verantwortung liegt. Also ich bin keiner, auf den man am Ende zeigt, wenn das Spiel verloren ist. Also weißt du, ich im Prinzip kann ich komplett druckfrei spielen, weil ich weiß, ich am Ende wird der entscheidende Wurf wird nicht bei mir landen. Und wenn er doch bei mir landet, ist mir keiner böse, wenn ich ihn verwerfe. Also so auf die Art. Okay.
Und wenn ich das im Kopf habe, dann habe ich halt keinen Druck. Und dann kann ich einfach sagen, okay, ich gebe einfach alles. Und ja, und, die, und ich jetzt nicht so, ich kann ja auch ein bisschen ein paar mehr Sachen als nur Energie bringen. Ja. Und die Sachen, wenn ich einen Ball im Post habe oder nach dem Offensiv-Rebound, dann muss ich natürlich auch keine Angst haben, dann zu punkten oder so. Also das ist eine ganz andere Situation, aber ich finde es eigentlich ja, wirklich eine entspannte Rolle, weil, wie gesagt, das ist wenig Verantwortung, die man da so trägt. Natürlich trägt man Verantwortung, aber jetzt nicht so, wie ich es jetzt bei Alba trage. Also warst du typisch Anzufriedler wie der Basti Dorit in der Nation? Deswegen fand ich Nazio auch immer geil. Ich musste nur Nazio reden. Sag mal, bist du ein Typ, der NBA guckt? Ab und zu. Aber ich bin jedes Mal wieder enttäuscht, muss ich tatsächlich auch sagen. Okay. Ihr habt in Abu Dhabi war das, ne? Mhm. Da hast, denke ich, auch du das erste Mal gegen die Amis gespielt. Ja. Ist es schon nochmal so ein anderes Ding? Irgendwie, weißt du, ich meine, du hast in Europa jetzt gegen die ganzen Krassen in Europa hast du jetzt gespielt, so. Aber ist es, war das für dich schon nochmal was anderes, irgendwie so die NBA-Dudes zu sehen, gegen die zu zocken? Auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, das war, glaube ich, auch sehr wichtig, dass wir sie da schon gespielt haben. Weil mir zum Beispiel persönlich, ich hatte im zweiten Spiel viel weniger Respekt vor denen als im ersten Spiel. Und das erste Spiel auch nicht gut gespielt. Klar, bei Vorbereitung muss man jetzt nicht so wichtig nehmen, aber ja, man hatte schon Respekt, okay, hier NBA All-Stars und was weiß ich und der verdient so und so viel und klar, krass. Und dann hat man gespielt und gemerkt, okay, hey, am Ende, klar, die haben schon ihre Qualitäten, aber haben auch also teilweise nicht so defensiv manchmal, keine Ahnung, was sie da gemacht haben. Also das ist auch so eine Sache, das war ganz gut, glaube ich, für uns zu sehen, dass wir mit denen mitspielen können. Bis wir im Halbfinale dann keine Angst vor denen hatten. Ja, denke ich auch. Aber was würdest du jetzt so im Nachhinein, ich meine, Deutschland ist so eine Hater, ist schon so ein bisschen eine Hater-Gesellschaft und so Neider etc. Was würdest du diesen ganzen Dulli sagen, die so sagen, hey, ja, Deutschland wurde aber nur Weltmeister, weil die NBA-Spieler nicht mitgespielt haben? Was antwortest du diesen Idioten? Also, ich glaube schon, dass die Amis auf jeden Fall versucht haben. Aber die haben halt einfach, also natürlich ist es eine andere Situation, wenn jetzt da die Top-NBA-Spieler alle da sind und LeBron James und Kevin Durant. Anders ist es natürlich eine andere Situation. Ich glaube trotzdem, dass man in der Phase und in der ja, Eingespieltheit, die man als Team da hatte, auch da Chancen hatte oder hätte. Aber im Großen und Ganzen so ist so Wayne, gegen welche Amis wir gewinnen, wir sind Weltmeister geworden. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Aber das hat auch der David Krämer gesagt, dass halt wirklich dieses Spiel, anscheinend in Abu Dhabi, wo wir alle vom Mindset haben, so, ey, Jungs, wir haben letzten Viertel aber ein bisschen verkackt, aber die packen wir. Also, dass da wirklich ist bei euch allen wirklich der Respekt dann halt, also nicht Respekt, aber die Angst weggefallen, so, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß ganz genau, also vom Abu Dhabi-Spiel, ich habe mir den Kader angeschaut, ich dachte mir so, von Amis und da. Und im Halbfinale habe ich mir Statsheet durchgelesen und ich dachte mir so, ja, also ist klar, gut, aber es ist jetzt keiner, vor dem man wirklich Angst haben müsste. So, also von daher war das dann irgendwie so eine ganz andere Herangehensweise auch ins Spiel. Wie krass ist es? Ich meine, am Ende hier kennen wir alle das berühmte Ende des USA-Spiels. Ja, Andy lässt wer war es nochmal? Ins Leere laufen? Ich weiß es gar nicht mehr. Halliburton rutscht aus, der knallt den Dreier rein. So. Das ist so das berühmteste Bild aus dem Spiel. Wie krass ist es? Das war ja nur das Halbfinale. Ne? Du weißt, du hast eine Medaille sicher. Im schlimmsten Fall ist es nur die Silbermedaille, in Anführungszeichen. Ja. Da nicht komplett, also ich wäre ja komplett ausgerastet. Also ich hätte mich komplett zugesoffen und hätte da schon gefeiert. Aber ich meine, du musst ja da komplett fokussiert bleiben, weil du weißt, du hast ja noch ein Spiel. Bruder, deswegen hat sich Gordy nicht nominiert. Das war der Grund. Nee, das war eine taffe Situation. Also jetzt nicht, weil man jetzt irgendwie wusste, man hat jetzt eine Medaille sicher, sondern so, es war so ein krank intensives Spiel und so viel Emotion und so viel Euphorie. Und am Ende bist du so. Ich weiß nicht, also nach dem Spiel hatte ich so das Gefühl, ich war emotional so richtig,
durch. Ich habe auch richtig Probleme gehabt. Ich konnte, also ich habe sonst nie Probleme nach Spielen zu schlafen. Ich schlafe wie ein Baby. Ich kann um 11 können wir, kann Spiel vorbei sein. Um 12 kann ich schlafen. Aber da nach dem Spiel, ich glaube, ich habe vielleicht 2 Stunden geschlafen, weil ich einfach die ganze Zeit noch so aktiv war, so viel Adrenalin hatte. Und das fand ich dann richtig schwierig, sich so quasi dann im Finale gegen Serbien, wo du dann auf einmal Favorit bist, ja, so da zu pushen. Und das fand ich die schwerste Situation eigentlich im ganzen Turnier. Ich sag mal, fürs Schlafen sind die Filipinos schuld, wegen Traffic, war zu laut. Das liegt nicht an dir. Also, ich sag Ja, boah, mal, noch ganz kurz: Unterschied zwischen Okinawa und Manila ist doch Tag und Nacht, oder? Ja, wirklich, wirklich. Ja. Also es war, Okinawa war schon sehr schön und die Area am Ende, wo wir in Manila waren, war auch okay, aber halt nur dieser quasi dieser Häuserblock. Ja. Aber alles drumherum war dann schon echt Tough. so heavy, so armutstechnisch und so. Hättet ihr, man sagt ja, man fliegt nach Manila, nur weiter zu fliegen, zu den ganzen Inseln. Ja. Also. Ja. Nee, aber, Okay, ey, Luca, ich habe dann bist du zur am USA-Frage, zum USA-Spiel, ne? Habt ihr den Switch mitbekommen von wir philippinischen Fans sind alle für USA und auf einmal habt ihr dann halt voll Respekt bekommen als deutsche Fans, also als deutsche Spieler? Nicht so richtig. Also ich habe natürlich gemerkt, dass am Anfang irgendwie alle für USA waren und da auch gejubelt haben, aber hinten raus, glaube ich, waren die einfach nur happy, dass es ein gutes Spiel war. Aber jetzt nicht, dass sie jetzt uns krass angefeuert hätten. Also die Filipino-Fans. Also, weil ich hab nämlich gesehen, von meiner Familie erstmal alle USA und dann alle Ja. Deutschland alle. So, ich hab so, pass auf, die Hunde hatten so ein schlechtes Deutschland-T-Shirt, also schwarz und gold, nur die Flagge hier, aber darüber USA-Trikot. Obwohl die geführt hat, hatten die es ausgezogen, die Hunde, ey. Was für, was für eine, da gibt's, Das hat mein wird. Vater gesagt, da schickt mal kein Geld mehr hin erstmal. Das ist wild. Ey, nimm mich mal mit. Also ich kenne ja so Momente vor einem wichtigen Spiel, aber jetzt hast du das wichtigste Spiel deiner Karriere. Bis dato. Und wahrscheinlich, ich möchte dir nicht zu nahe treten, aber vielleicht, es könnte sein, dass es das wichtigste Spiel deiner Karriere bleibt. Ja. Und mal ganz willkommen. Die Putzfrau ist nach. Hoffentlich saugt dir die Medaille nicht ein. Also bei uns ist alles, Ups, bei uns ist ups. alles hier, natürlich wird nicht weggeschnitten, das haben wir schon ein paar Mal Es ist gemacht. real, es ist real. Ist Die real. Putzfrau ist da, sie saugt gerade die Medaille weg, alles ist gut. Alles gut, der muss jetzt eine Ansage machen. Was? Okay, sorry, jetzt kannst du noch machen, jetzt, tut mir leid. Ja, alles gut. Wir sind jetzt vor dem wichtigsten Spiel deiner Karriere. Ja, du wachst, also ich hätte nicht pennen können. Ich bin mir ziemlich sicher, hast du gut geschlafen vor dem Spiel? Welches Spiel? Ja, vor dem Finale. Vom Finale, es ging tatsächlich. Also die Nacht davor, ich glaube, es waren 2 Tage dazwischen. Ja. Danach im USA-Spiel Ja. Katastrophe und dann die Nacht davor war eigentlich okay. Und dann wachst du auf, so, und du weißt so, ey, ein paar Stunden so wird sich, egal ob Sieg oder Niederlage, muss man ehrlicherweise sagen, so, verändert sich so ein bisschen die Welt. Aber wenn wir gewinnen, bin ich einfach fucking Weltmeister. Habt ihr an diesem Tag irgendwas anders gemacht oder seid ihr einfach eure komplette normale Game Day Routine durchgegangen? Eigentlich, ich glaube tatsächlich alles normal weitergemacht. Also wir haben nochmal die Ansprache vom Spiel war nochmal ein bisschen anders. Aber im Großen und Ganzen haben wir alles normal gemacht. So, ich glaube, da waren wir alle so in einem Modus quasi, aber auch das ganze Turnier über schon, dass wir halt einfach alle so professionell waren, alle immer nur quasi ans Ziel gedacht haben. Aber habe ich selten erlebt, also so ein Spirit, also auch, dass wir nach jedem Spiel quasi alle, eigentlich fast alle nochmal in Kraftraum gegangen sind, noch ein paar Übungen gemacht haben und so weiter. Also es ist so ein Arbeitsspirit, den man selten erlebt und ich glaube, das war auch so in dieser im Finale einfach wirklich so, ja, einfach, ja, noch ein Spiel, letztes Spiel, let's go. Also Aber bisschen. ey, aber er sagt nicht, dass ihr nach dem Finale auch nochmal im Kraftraum wart. Nee, im Finale nicht, danke. Sonst wäre auf jeden Fall was falsch gelaufen. Nee, nee, Da nee, bin ich nee. ehrlich. Nee, da war nichts mehr mit Krafttraining. Nimm uns mal durch das ganze Spiel mit. Wie hast du es von der Bank erlebt? Meine,
wie war es halt? Also, also ich muss sagen, also ich habe auch in dem Spiel nicht gut gespielt, weil mir da das erste Mal passiert ist, dass ich realisiert habe, worum es ging. Also davor war es alles so, wir spielen, wir spielen, wir spielen. Und ich glaube, wir haben auch als Team weiter so gemacht, dass wir einfach zocken. Ja. Aber ich muss auch sagen, da im Finale habe ich das erste Mal so richtig überlegt, so was passiert jetzt, wenn wir das Spiel gewinnen? So, oder was passiert, wenn wir jetzt nicht gewinnen? So, und da ist das erste Mal ist das Kopfkino angegangen und ich glaube, das ist genau der Fehler. Ja. War dann doch ein toughes Spiel. Also Halbzeit war, ich glaube, unentschieden. Ja. Wir haben nicht so gut gespielt. Aber irgendwie wusstest du trotzdem so, okay, wir haben nicht gut gespielt, das ist unentschieden. Lass jetzt einfach mal 20 Minuten straffen, dann sind wir Weltmeister. Also das war so dieser Gedanke, so wir sind besser als die. So, wenn wir jetzt einfach normal spielen, dann gewinnen wir das hier mit 15 Punkten. Ja. Aber das war, ist nie so richtig so gekommen. Und es war dann trotzdem, glaube ich, hat man dann trotzdem einfach die Anspannung gespürt auf beiden Seiten. Und ich habe mir teilweise hinten raus gedacht, so, Alter, es kann nicht sein, dass wir die ganze Zeit so krass spielen, so gut spielen. Und wir lassen uns jetzt hier von fucking Serben das jetzt hier klauen. Aber haben wir dann nicht, ist ja zum Glück nicht passiert. Muss man auch sagen, hinten raus wirklich Klatschbuckets von Dennis. Und das war, ja, zum Glück haben wir dann gewonnen. Aber ich war nicht so souverän, wie es hätte sein sollen. Ja gut, am Ende des Tages scheiß rum drauf, ne? Ja, natürlich. Am Ende win is a win. Und wie war es in der Halle so? Ich meine, da waren jetzt die beiden Freiwürfe halt noch und stand ihr schon da? Und oder wann war der Punkt, wo du wusstest, Digga, ich bin Weltmeister? Also, wir holen jetzt den Titel, wir holen den Sieg. Weil das war nur mal eine andere Sache. Ja, das war erst nach der Sirene. Also, es war so quasi, ich weiß nicht, ich glaube noch 3,7 Sekunden. Eigentlich haben wir das Spiel gewonnen. Und Mo schon so neben mir so. Und ich so zu Mo. Ich so, Mo, chill. Und er so, was, Bro, wir führen mit 6 und haben Freiwürfe oder so auf die. Und ich so, Bro, warte, bitte, ich feiere jetzt mal noch nicht 3,7 Sekunden. Wir können das noch verlieren gefühlt. Es kann noch was passieren. So. Also ich habe wirklich so, bis es vorbei war, habe ich es nicht so richtig realisiert. Und ich muss auch sagen, also ich habe es dann in dem Moment auch nicht realisiert. Also es war einfach nur so krasse Freude, aber man hat noch nicht richtig gecheckt, was man da gerade geschafft hat. Also es hat auch wirklich lang gedauert, um das alles zu realisieren, auch so einfach. Ja. Aber ey, wie geil war es? Ich glaube, deine Frau, die kam auch irgendwann geflogen, ne? Zumindest. Nee, die war die ganze Zeit da. Oh, die war die ganze Zeit da? Ja. Wie geil ist es auch so, am anderen Ende der Welt dann mit seiner Family irgendwie so das zu feiern, das ist schon... Das war mega. Also, das war sick. Unglaublich. Das war unglaublich. Das sind auch... Und auch Erinnerungen, das sowas bleibt auf jeden Fall fürs Leben. Ich glaube, das bin ich auch wirklich sehr, sehr happy, dass sie die ganze Zeit dabei gewesen ist. Ich meine, spätestens nach eurer Jubiläumsfeier alle 10 Jahre, wenn ihr euch wieder trefft, ne? Also wird schon sehr, sehr, sehr heftig sein. Okay, jetzt habt ihr diesen Titel geholt. Ihr habt uns zum fucking Weltmeister gebracht. Weißt du so? Ihr habt es natürlich halt hier noch nicht ganz mitbekommen, was hier los war. Klar, ein bisschen Instagram, dies, das, jenes, war ja auch irgendwie tagsüber. Die Frage ist halt, die ich mir stelle, ist halt, wie lang hast du an dem Tag noch gefeiert? Wie lang ging das? Ja, das war tough. Also das ging schon sehr, sehr lang. Und man muss ja sagen, wir sind am nächsten Tag abends dann zurückgeflogen. Und das war so eine Phase, also erstmal ging die Feier übertrieben lang. Und dann war so eine Phase, man hat so 3-4 Stunden geschlafen. Und dann ging es halt schon irgendwie abends, also nachmittags irgendwie los. Und dann halt da irgendwie nochmal so die ganze Zeit so halb am Feiern, halb am Schlafen, halb am Reisen. Das war so, das waren mit die anstrengendsten Stunden in meinem, also die anstrengendsten 30 Stunden oder 40 Stunden, würde ich sagen, die ich jemals erlebt habe. Durftet ihr mit, musstet ihr Echo fliegen oder durftet ihr Business fliegen? Nee, Business. Habt ihr selbst gezahlt oder der Verband? Nee, hat alles der Verband gezahlt. Ja. Okay. Muss man auch immer mal sagen, also die letzten Jahre sind wir immer Business geflogen. Das ist schon sehr nice. Also gerade jetzt, ne? Ich auch für so ein Turnier, glaube ich, auch wichtig, dass du halt dann nicht völlig zerstört nach 12 Stunden Economy halt ankommst. Ey, hau mal 2, 3 Stories von der Party raus. Wir haben ja gehört, es wurden Limits gesprengt. Ja, safe. Also Limits erreicht.
Also auf jeden Fall, ich verrate euch nicht die Namen. Ich glaube, das könnt ihr aus anderen Podcasts zusammen puzzeln. Aber auf jeden Fall mussten da ein, zwei Leute, die hätten auf keinen Fall nach Hause gefunden. Also die im Aufzug gelegen und die hätten jetzt immer nicht mehr gefunden. Also ich würde, also wenn ich wetten würde, ich wette ja nicht, aber ich würde da auf Bonga und Obstler wetten. Also ich, wie gesagt, ich nenne da keine Namen, aber du bist sehr nah dran. Oh, aber na, so muss es halt auch sein. So muss es auch wirklich sein. Eine 1,1 Quote würde es geben, wenn Benzing und Dorit dabei gewesen wären, weil das wäre ganz klar. Ich glaube, da kriegst du nicht mal 1,1. Aber ey, ich kenne ja das, dass man so sagt, okay, ey, es war ein anstrengendes Spiel und dann muss man sich, dann feiert man natürlich ohne Ende. Aber dann hast du ja noch einen Marathon vor dir, ne? Dieses Rückreisen und du weißt, okay, ey, wenn ich in Frankfurt lande, dann warten keine Ahnung, wie viele tausend Menschen auf mich und die Feierei geht weiter. Das heißt, du hast kompletten Rückflug, hast du geschlafen? Ja, so halb, ja. Ja. Und erzähl mal, wie war das dann, also wie war für dich der Empfang bei der ING DiBa? War das cool? Spaß gemacht? Es war schon cool. Also das so ein bisschen schade, dass du halt, also jeder musste halt wieder zurück irgendwie in sein eigenes Leben, sag ich mal. Und dadurch war es so ein bisschen schade, dass man das so kurzfristig gemacht hat, sag ich mal. Weil ich glaube, wenn man das irgendwie auch an einem Abend macht, an einem Donnerstagabend, Freitagabend, wo du sagen kannst, okay, alle ruhen sich mal zwei Tage aus und dann geht's nochmal, dann machen wir nochmal eine richtig schöne Feier mit Fans, mit allen. Weißt du, dann wäre das nochmal ein bisschen wahrscheinlich, ja, intensiver geworden, sag ich mal. Aber natürlich dadurch, dass alle wieder irgendwie zurück mussten, auch Family lang nicht gesehen haben, teilweise in den USA, ist natürlich eine andere Situation. Aber der Empfang an sich war sehr nice, dass so viele Leute da waren, dass ja sich so gefreut wurde. Das war schon geil. Also mein Take dazu war ja, das habe ich auch zu einem anderen Podcast gesagt, wir haben uns kleiner gemacht, als wir sind. Ich hätte gesagt, wir hätten den Römer komplett voll gemacht, voll geballert. So, und das wäre nochmal ganz anders, weil wäre es im Römer gewesen, wäre ich mit Dorit hochgefahren und hätte Begabus gezündet. Auf jeden Fall, aber es war auch ein Dienstagmorgen um 10. Egal. Also ja, 10 war auch Dienstagmorgen um 10 war schon. Aber trotzdem, ich glaube, selbst im Römer hätte man um vormittags da Leute reingeballert. Also wirklich. Mhm. Also ich wäre da gestanden mit Begabus. Ja, ich wäre eher für so eine offizielle Weltmeisterschafts-Homecoming-Party bei dir in der Bar gewesen, weißt du, oder im Avenue, oder da wären wir nämlich auch hingereist. Egal wo, ihr wärt da gewesen. Wir wären da gewesen. Nee, aber das war nur auf den Nacken vom DBB. Naja. Aber das war auch ein bisschen so das ganze Problem an der Geschichte, dass halt jeder irgendwie wieder, weißt du hast halt keine Pause. Also du hast halt, ist nicht so, dass du jetzt in Urlaub fahren kannst, sondern du hast ja schon die meiste Zeit der Preseason verpasst. Das waren dann auch so Diskussionen, okay, wann musst du wieder da sein, wann musst du wieder im Team sein, dies, das. Also es ist nicht so, dass man ja jetzt sagen könnte, okay, wir können jetzt noch 4 Tage warten, dann machen wir das und dann geht jeder noch mal eine Woche in Urlaub. Sondern es war ja so, okay, du hast jetzt, gut, ich hatte dann noch quasi fast eine Woche, aber in der Zeit war auch dann Sportstudio hier, da, also es war null mit Recovery und dann ging es halt direkt in die Preseason. Das ist halt auch schwierig. Boah, Digga, wenn ich einen Verein hätte, ne, und ich so einen Weltmeister bei mir gehabt hätte, ich hätte gesagt, komm, Digga, mach erstmal Urlaub, 1-2 Wochen und dann werde ich mit dir so eine PR-Tour machen, was ich meine. So. Der Trikots verkaufen, du wirst schön hier bleiben. Ja, ich würde dich bei mir in der Halle nochmal feiern lassen. So. Was ist da los mit Alba, ey? Was ist mit euch, Alba? Ja, vielleicht hätte ich habe eine Woche dann noch frei bekommen, oder beziehungsweise bis. Ja, aber es ist halt trotzdem, also es ist halt nach so einem Ding, es ist halt echt, das war wirklich tough, so diesen Switch hinzubekommen, so von Weltmeisterschaft zu Vorbereitung, das war nicht leicht. Hast du eigentlich noch einen Rückzugort bei dir jetzt, da wo du aufgewachsen bist, in Neukirchen, oder bist du Berliner jetzt, also wo du sagst? Also ich würde sagen, meine Base ist hier in Berlin. Achso, also da gab es jetzt nicht, dass du jetzt da in Stadt dich eingetragen hast, im Goldenen Buch oder sowas? In der Kleinstadt, wo du herkommst, nee, ne? Nix. Ja. Okay. Das hätte ich auch geändert. Ich hätte dich in Schirm ganz groß gemacht. Ja, ich glaube, ich muss auch fairerweise dazu sagen, ich glaube nicht, dass es an der Stadt gelegen hat, sondern das war eher von mir. Dass es halt einfach zeitlich nicht gepasst hat, nochmal in der Woche da quasi heimzufahren. Ja. Weil einfach so viel
PR-technisch los war, dass man es nicht hinbekommen hat. Okay. Geil. Und dann war ja wieder Saison. Ja, aber das, also das hat wahrscheinlich schon auch dein, wir haben vorhin vom Terminplan geredet, das hat schon deinen Terminplan wahrscheinlich extrem verändert, dieser Weltmeisterschaftstitel. Ja, die Aufmerksamkeit, alle wollen was von dir, auf einmal kommen die zwei Idioten, John und Basti, die wollen mit dir einen Podcast aufnehmen. Ja. Aber ich meine, das macht man jetzt, ey, solche, sei ehrlich, solche Termine macht man jetzt auch gerne. Ja, klar. Also Podcast mit euch, das ist natürlich. Da gibt es keine besseren Termine. Ey, sag mal, das ist, was unsere Fans, was ich mache öfters mit den Leuten noch. Deine Lieblings-Starting-Five mit den Spielern, die du zusammengespielt hast, hatten wir ja schon. Mhm. Beste Nationalmannschaft. Boah, können wir uns selber ausmalen, wer da dabei ist. Aber jetzt Starting-Five, Nazio, oder mit denen du jemals gespielt hast, ob Liga oder Nazio, beste Starting-Five, mit wem würdest du in Krieg ziehen, und zwar in die Rodman Bar unten bei mir? Wer ist dein Starting-Line-Up? Also quasi, quasi feiertechnisch. Feiertechnisch, ja genau. Erlebnis auf der Eins. Und alles geht auf dich oder? Ja, auf die Verlierer. Also auf euch. Auf wen denn sonst? Ja, dann, boah, das ist tough. Also, wenn wir jetzt nur übers Trinken reden, dann würde ich. Dann würde ich, glaube ich, Basti auf der 1. Ah, was für eine Überraschung. Komisch. Andi Obst auf der 2. Lukas Steiger auf der 3. Robin Benzing auf der 4 und Mike Zirbers auf der 5. Ey, das ist heftig. Dorit Obstler, Benziner, der schöne Steiger und Mike, Alter. Alter, ja, okay. Da könnte auch den Klo. Da scheppert's, aber gut, dass du dich schon mal rausgenommen hast. Du bist dann für den Tanzbereich, oder? Ja, genau. geil. Ja, da muss ich einfach bescheiden sagen. Also da kann ich Robin einfach nicht das Wasser reichen. Also so, das ist halt, da muss man auch irgendwo die eigenen Limits erkennen. Aber deswegen ist der Robin jetzt halt auch in der Pro A. Und du auch. Und ich auch. Und Mikey auch. Ey, hast noch, ja stimmt, alle drei. Und Luca musste retiren. Ja, der Immobilienmarkt, ja, Teneriffa, also der verdient jetzt richtig Kohle. Nee, gibt's irgendeine lustige Story von den Jungs, die du mal raushauen, die noch keiner gehört hat? Mir sind am liebsten so Storys von Basti Dorit, die er mir noch nicht erzählt hat, wo ich ihn richtig durch den Kakao ziehen kann. Gibt's keine. Gibt's keine. Nicht wirklich. Sag mal deiner Putzfrau, die soll wieder einen Staubsauger machen. Mein Lieber, hast du noch... Nee, ich muss sagen, also Basti... Habe ich keine Stories. Der hat immer vorbildlich behalten. Das Problem war, JT ist immer im Hotel geblieben. Wenn ich rausgegangen bin. Das stimmt auch nicht. Ja, aber, nicht immer. Nicht immer, aber an den verrückten Abenden bist du immer im Hotel geblieben. Du hattest so eine Vorahnung. Ja. Ja. Du hattest die Vorahnung, dass das passieren könnte. Ich habe nur die verrückten Augen von Basti gesehen. Ja, heute bleibe ich lieber zu Hause. Ey, was mich auf jeden Fall noch interessieren würde. Jetzt steht Olympia an, ne? Mhm. Und bist du, also ich meine, Olympia ist schon was crazy Spezielles, du hast das schon mal mitgemacht. Freust du dich auf ein normales Olympia und vor allem wirst du dann so ein Sportler sein, der sich alles andere auch anschaut? Weil ich würde mir halt alle Sportarten anschauen, die es da gibt. An sich sehr gerne, aber das Problem ist leider wieder, gibt's wieder ein Problem bei Olympia. Dass wir ja nicht in Paris sind. Also wir sind ja, die Basketballer sind ja außerhalb und erst ab Viertelfinale in Paris. Oh, okay. Dann ein bisschen Struggle. Also ich gehe schon davon aus, dass wir das Viertelfinale erreichen werden. Aber Spiele dann natürlich auch deutlich wichtiger. Ich sag mal, in der Vorrunde hätte man sich definitiv mehr angeschaut oder würde man sich mehr anschauen. In der K.O.-Runde ist es dann halt wieder so eine Sache. Da musst du halt schauen, dass es steht halt wieder Basketball und Leistung im Vordergrund. Ja. Dass ich natürlich versuche, ich so viel mitzunehmen wie möglich, aber halt mit dem Hintergedanke, dass man halt dann
Schon in den K.O.-Spielen ist, muss man da natürlich ein bisschen Scheiße. vorsichtiger sein. Aber dann ist es nicht so wie damals, wo Hamann die Geschichte hier erzählt hat im Podcast, dass der einen Tag vorher mit Michael Phelps irgendwie feiern war, Kobe Bryant vorgestellt hat und am Tag danach haben die gegeneinander gespielt und Kobe wusste nicht, wer Steffen ist. So sieht leider nicht. Aber ich muss ja schon, also ich hoffe ja schon, dass Team USA jetzt mit voller Kapelle anrückt, weil das einfach, glaube ich, insgesamt so dieses ganze Ding auch nochmal aufwertet, ne? Also Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe es auch, aber wer weiß. ja, geil. Also John und ich haben auf jeden Fall feste vor, da hinzufahren, oder John? Ja, wenn der JT uns Tickets besorgt. Ja, dann kommt er nach Lyon. Wir kommen nach Oder Lille, Lyon. ich weiß gar nicht, wo es ist. Ach, in dieser neuen Halle da vielleicht, ne? Ja, wahrscheinlich, das würde Sinn machen. Ja, geil. Ey, JT, wir haben jetzt schon 1,5 Stunden auf dem Tacho. Ich weiß, du hast einen eng getakteten Tagesablauf. Und dann Wir. weiter putzen? Jetzt schon den nächsten Anschluss, die nächsten 3 Anschlusstermine habe ich schon verschoben. Ja, ist schon verschoben. Ah, okay, sehr gut. Jetzt, du kannst deiner Putzfrau sagen, sie kann jetzt wieder weiter saugen. Es war uns ein Fest, es war uns eine große Ehre, dass du heute bei uns zu Gast warst. Und wir wünschen dir natürlich alles erdenklich Gute für die Saison. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Spätestens, wenn du im München spielst, kommen wir runtergefahren. Ja, oder wieder in Bastis Corner. Oder mal wieder in Bastis Corner. Geil. Oder Aber pass da. auf, findest du nicht, dass er bei Basti Corner so richtig, auf einmal so richtig Allmann ist? So mit so Sätze mit Subjekt, Prädikat, Objekt. Ja, safe. Also ist schon was anderes. Aber das ist ja auch die offizielle Funktion. Aber ist schon noch professionell, ne? Muss du auch sagen. Ja, aber weißt du, das ist ja, dein Charme ist ja, dass du so. Dass du nicht ganz einsam bist. Ey, endlich mal einer auf meiner Seite. Ja, okay, ihr habt mich erwischt. Alles klar. Jobs sind weg. In diesem Sinne, Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank, JT, dass du wirklich 1,5 Stunden für uns Zeit hattest. Ja, sehr. Ich hoffe, ihr habt den Bruder jetzt besser kennengelernt. Und wie gesagt, wenn ihr ihn auf den Hallen seht, einfach applaudieren. Er ist Supported. Weltmeister. Ihr wisst, wie es ist. Und ich bin gespannt auf das München-Game. Ich sag mal so, ich habe euch ja auch als Weltmeister halt vorher gesagt, du wirst ein Double-Double machen. Über 30 Punkte. Gegen München. In München. Dann weiß ich aber nicht, was der Hoeneß macht. Dann kriege ich einen Fußballervertrag, ey. Oh Bleib shit. direkt hier, Bruder. In diesem Sinne. Leute, macht's gut. In your face.